Nein, jetzt wird das noch gefilmt, jetzt muss ich noch gerade hocken. Nein, musst du nicht. So, oh, ich hocke immer in eine Banane. Egal. Was tust du dir so führen kümmern? Ich bin, weißt du, so. Trichterbrust. Diagnose Trichterbrust heisst das. Ist das so? Dann hockst du so. Ah, wirklich? Ja, voll. Und dann musst du. Hast du so eine. Hast du so eine Ball daheim? Nein, hör auf, das habe ich, nein, das habe ich. Oder, das habe ich nicht an. Oder die Keil. So ein Sitzkeil. Das kenne ich nur vor Toilette, aber. Die gehen so ein bisschen rap. Ah, die Grossmutter hat so einen. Natürlich, ja klar. Damit ja du dann eben automatisch ja, so hockst, sitzt, weil sonst gehst du auf vorne an. Ist runter. Quasi wie ihr Zeichen, wo sie hocken will. Wenn der Sitzkeil auf dem Stuhl auch bist und Familienessen, ist auch genau dort hockst du nicht ab. Und wehe, du hockst ab. Es wird schön platziert. Du bekommst den Keil irgendwo. Um den Ring. Sonst hast du so ein Namensschild, aber ja, der Keil. Sitzkeil, das ist der Sitzkeil. Also, ich glaube, läuft, oder? Let's Fetz! Bäh! Das ist eine Challenge mit mir, das kann ich schon sagen. Wegen? Feel Good Podcast ist bei mir am Arsch im Moment. Ich bin gestresst, ich bin genervt, ich habe Augenringe. Sieht man die Kamera? Man sieht sie nicht gut. Fast wie Angela Merkel zu den besten Zeiten. Ja, nein, es ist wirklich schlimm. Jetzt bin ich gespannt, ob du kannst halten, was auf deinem Podcast draufsteht. Die Frage ist immer, ob die Gäste sich gut fühlen, ob die Hörerschaft, die Mutzis. Die Mutzis heissen die bei dir. Oh, Mutzis. Ja? Die sind schuld, dass wir... einen Namen haben für die Hörerschaft. Okay. Ja. Ah, wir? Was jetzt? Das sind wir irgendwo. Ja. Wegen der Stündler? Genau. Okay. Weil irgendwann hat jemand geschrieben, es gibt die Stündler, es gibt, Hackis, bei gemischtes Hack, es ist Hackis. Genau. Was ist bei den Comedy-Männern? Sie selber sind Iltis. Oder sind Hörer. Das sind Hörer-Iltis. Ja. Also alle sind Iltis, ja. Der Ilti, stimmt. Ja, der heisst und dann gibt es noch wie heissen sie? Matuschenko. Ich bin verdammt schlecht mit Podcasts. Im Fall. Ich habe das Gefühl, wir schnurren so viel, ich muss nach oben zu konzentrieren. Genau, ich komme darum auch zum Teil nicht nach. Aber dann hat jemand geschrieben, alle haben einen Namen, außer bei dir. Und dann haben wir so eine Umfrage gemacht, ja, wo die Leute haben können einschicken konnten, was ihre Vorschläge sind. Ja. Und dann ist abgestimmt worden und wirklich basisdemokratisch haben dann Mutzis gewonnen. Finde ich sympathisch, Mutzis ist gekauft, voll dabei. Hallo Mutzis, hi! Ich stelle mir die so herzig vor, ein bisschen zu klein geraten, immer in kurzen Hosen, wenn es Winter ist. Und immer so einen Asipeter. Du hast auch so einen Hut, so einen Chapu, einfach so ein bisschen Mutzis. Du siehst, der ist, weil ich stand nicht auf und meine Haare stimmen schon. Bei dir anscheinend... Hey. Passt. Ich habe nicht gewusst, ich habe voll versifft, dass das Film ist. Das ist ja so eine Unart bei Podcasts, neue Dings. Muss man immer filmen. Für mich ist das ein Audio-Ding. Neuerdings. Nein, neuerdings. Das geht gar nicht. Nein, sicher nicht. Macht nur Spass. Aber ich habe wirklich voll versifft. Keine Schell drin. Aufgestanden. Morgenshow bei Energy. Schon mal zu einer Unzeit auf, wo kein Mensch aufsteht. Und dann in die... Ich dachte, warte jetzt schnell. Ich dachte, nein, warte jetzt, du hast noch Bilder dazu. Dann habe ich nur die letzte Folge schnell gehört, ein bisschen, was du noch hast. Nein, er filmt es noch. Aber ja, du, merci, nimm das Kompliment. Ist lieb. Es ist tipptopp so. Ja, eben, darum ist die Folge, wer muss sich gut fühlen? Entweder der Gast oder die Mutzis. Ich sage euch, ich werde mich hier gut fühlen. Jetzt ohne Druck. Also, dann fangen wir doch mal von vorne an. Warum bist du momentan gestresst und nicht so viel gut? Es gibt Zeiten, ich sage, es gibt Zeiten im Leben, da genießt man es. Es gibt Zeiten im Leben, da ist man einfach am Trauern. Und es gibt Zeiten im Leben, da ärgert man sich einfach nochmal. Ich bin im Moment genau in so einer. Ich bin mich nur mehr am Ärgern. Von A bis Z. Seit ziemlich genau einer Woche bin ich mich nur mehr am Ärgern. Seit du aus der Ferien zurück bist? Nein, bin ich schon länger zurück. Aha. Tatsächlich. Nein, das ist noch easy gegangen. Nein. Es ist einfach so eine Aneinanderreihung von Ereignissen. Yeah. Du kennst, wenn du so richtig auf dem Nerv bist, pennst zu wenig. Yeah. Dann bist du so ein kleiner Anstupsen braucht es dann, bist ein Tilly oben. Wie ein richtiger Choleriker, wissen die wenigsten, wie richtiger Choleriker. Hey, aber das bin ich auch gesehen. Gesehen? Ja. Hast du deine Mitte gefunden? Nicht Mitte gefunden, aber ich habe wirklich daran geschafft.
Okay. Ich habe daran geschafft, weil ich immer das Gefühl hatte, ah, jo, weißt, wenn man schnell aufbraust, ja, dann ist es gerade wieder gut, oder? Ja. Ich brause gefühlt seit einer Woche auf. Eben, aber das Problem ist, wenn du das machst und du machst es konstant, dann bist du so wie immer so ein bisschen kurz unter der Oberfläche, oder? Und dann kannst du immer wieder aufbrausen. Du hast jetzt vielleicht auch ein bisschen dramatisiert, wie du es gesagt hast, aber es ist wirklich so eins nach dem anderen. Ich dachte, Und trotzdem kommst du, also es ehrt mich. Ehrlich gesagt auch, weil die voll, du hast mich mal gefragt, dann bin ich wirklich, es war voll im Stress, es war vor der Ferien. Yeah. Und dann hast du mir nochmal geschrieben und gedacht, hey, weißt, jetzt kann ich mir nicht sagen, nein, jetzt kann ich nicht mal sagen, vor allem bist du hier. Das gibt es, glaube ich, Premiere. Der Simon ist, ich glaube, nie ein zu irgendwo in einem anderen Podcast, geschweige denn überhaupt in einem anderen Podcast, außer zu den Comedy-Männern. Ja, bei der Live-Show. In Live, das zählt eigentlich auch nicht. Yeah. Also, du bist echt Premiere. Also, jetzt ist hier Hop oder Flop. Entweder machen wir es nochmal oder nie mehr. Du bist schuld. Und Mutzis. Der Peach Weber hat das auch so gemacht. Er ist auch zu dir gekommen. Als allererster Podgast. Ach so, ever. Geil. Er hat alles davor abgesagt und hat gefunden, ja, bei dem probiere ich es jetzt mal. Ja, probieren wir es mal. Nein, ist echt. Wir haben auch angefragt für so ein. Also, wir haben angefragt für die Live-Show. Das hat er dankend abgelehnt. Ja. Unter anderem auch wegen dem. Und hat mir so eine coole, so eine Peach-Weber-like Morgenbotschaft geschickt, wo man auf den Screen sehen kann, einspielen, Live-Show, warum wir jetzt nicht kommen. Das ist einfach ein geiler Sieg. Ich finde das so ein geiler Sieg. Weißt du nicht, der kann machen, was er will. Ich sage nicht was, aber er hat mir auch mal etwas abgesagt. Und das Mail war so geil, dass du gefunden hast, hey, okay. Also, es ist ihm auch so ein bisschen gleich. Genau, weil wir haben nicht wenig Geld geboten für das, was wir dort haben wollen machen mit ihm. Peach, und dann hat er eben so gefunden, ja, er findet es ja ganz, ganz schön und toll, so etwas, oder? Aber was hat er geschrieben? Um seine 150 Kilo Lebendfleisch dann auf Basel zu bewegen, müsse es schon ein bisschen mehr sein. Drum, ohne Scheiße. So, merci, aber nein, merci. So, ja, einfach sympathisch. Du kannst ihm auch nicht böse. Ich sage, der Peach ist wie der Peter, aber. Mm. Der Peach, dem gibst du es nicht, aber der fährt heimlich AMG. Dem gibst du es nicht. Der Peter Eber, eins zum Interview kam, mit Peter Eber, der Segelboot, unser Bananen-Peter. Der Gator, der Hippie-Gespängschli-Pesche. Der, mit dem fetten G-Klasse. Weißt du, du wohnst, glaube ich, in Zürich, auch nicht mehr zu Basel, oder? Beides. Also, muss ich dir das beeindrucken, nicht. Wenn einer zu Bern mit einem G-Klasse AMG herfährt, dann ist es schon mal einfach Mittelfinger, links, rechts, der Ampel, so, ich bin. Hey. Und der Peter fucking Rapper steht einfach vor dem Studio mit einer G-Klasse AMG. Und der Peter Raber ist, also erstens ist er eine Legende und zweitens ist er ein absoluter Monsieur. Hey, aber sympathisch. Weltklasse. Sympathisch. Ich habe mit ihm Mini-Bites, Dini-Bites, Promi-Spezial, hat es geheißen. Hm. Und da lade ich immer Promis ein. Bist du in der Hälfte? Und dann noch so jemand wie ich. Okay, also, ja, so wie ich jetzt hier bin. Du hast einfach alles schon durch. Alle haben abgesagt, also kommst du Elke nochmal fragen, vielleicht kommt er ja. Und dann haben wir, erstens haben wir eine wunderbare Woche gehabt und dann hat er wirklich gesagt, hey, ich lade euch mal zu mir ein und so. Und es war aber halt Covid gesehen und darum hat das noch nicht stattgefunden. Aber immer wieder im Kontakt. Und dann habe ich kürzlich in Bern Solo gespielt. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich habe gesagt, hey, übrigens, ich spiele dann in Bern Solo. Und dann hat er geschrieben, ah, wir kommen sehr gern, willst du vorher noch... dürfen wir die vorher noch einladen auf jetzt Mittag oder jetzt Vieri oder irgendwie so? Peter, gehen wir auch nicht zum Nacht, dann gehen wir zum Mittag oder zum Vier. Früher oder später gehst du. Und danach hat er mir Wegbeschreibung geschickt zu seinem Heimatort sozusagen, zu seinem Wohnort. Das ist schon in Aarau, gell? Oder nicht in die Stadt? Es ist schon recht Stadt. Ist schon recht Stadt, ja. Und danach bin ich da hingefahren und danach hat er mich willkommen geheißen. Ja, seine Frau hat also für jetzt Vieri, die hat wahnsinnig viele Sachen vorbereitet. Suppe und irgendwie Flammenkuchen und Zeugs und Sachen. Es ist so zu Vieri zu Nacht, bei älteren Leuten ist ja das so. Und dann haben wir irgendwie zwei Stunden geschwätzt und dann habe ich langsam müssen soundchecken und aufbauen. Okay. Und dann sind sie nachher noch schauen. Und es ist einfach... Ah, und haben wir noch ein wunderschönes, das ist vor Ostern gesehen, oder? So ein wunderschönes Schocki-Osterei geschenkt. Oh no. Du kommst als Gast, weißt du, ich habe Leckerli mitgebracht, also gefunden, komm, der Basler, oder? Und sie ist von Basel, die Frau. Ah, das habe ich. Ja. Okay. Und dann habe ich gesagt, komm, bringst Leckerli mit, oder? Und dann aber am Schluss sagen sie, übrigens, haben wir denn noch etwas für dich? So geil, du bist das Gastwerbung und sie geben dir etwas mit, wenn du gehst. Ja, also, genau, hast du auf den Mösschen?
Und dann ich habe es jetzt noch nicht so weit geschafft wie du. Ich habe ein Autogrammkärtchen für meine Mami rausschlagen. Mhm. That's it. Mehr habe ich nicht bekommen. Immerhin. Ja, aber kein Schocki, keine Einladung, kein Zwiebel. Siehst du, Prioritäten werden gesetzt. Und dann hat er nachher eine mega nette Mail geschrieben, wo ich glaube noch nicht mal beantwortet habe. Fuck. Frech. Das ja, jetzt, das merkt ich weiss. Ja, er hat einen Notizblock mit Peter. So stellen wir ihn vor. Genau so stellen wir ihn vor. Nein, absolut. Peter Eber sie kommen. Wegen Peach. Ah. Die werden immer verwechselt, wenn man den Peter sagt. Ich hätte die nie auseinanderhalten können. Peach Weber, Peter Eber. Aber grundsätzlich verschiedene geht es doch nicht als die absolut. Zwei Figuren, oder? Absolut. Aber gleich beides Legenden. Gruß an Peach, hörst du? Ich weiß nicht, der Peach hört auch nichts. Der hört auch nichts. Der Don't Give a Fuck, der hört sicher nichts. Der Peach ist aber super musikinteressiert. Okay. Also zum Beispiel auch in diesem Podcast am Schluss. Natürlich ist seine Geschichte mega geil, aber was mich fast am meisten geflasht hat, ist, wo er dann irgendwie so eine halbe Stunde hat er über Hits geredet. Weißt du, was macht der Hit aus und wie kommt es überhaupt zu dem? Und dann hat er irgendwie Share, Believe, hat er dann als Beispiel genommen, weißt du, mit dem Auto. Share? Ja, mit okay. dem Autotune, weißt du, wie das damals. Ja, das Autotune. Ja, es geht immer. So geil. Also, er ist wirklich, er ist so, ich glaube, er kann schon abnerden in gewissen Sachen. Ja, er weiß ja, wie es geht. Ich meine, yeah. Überall hat es Bildchen dran. Ich meine, er hat Hits geschrieben. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Jetzt sind vielleicht okay, nicht high-end, aber er hat Hits geschrieben. Mein Liebling ist «Nach dem Regnen kommt es zu schiffen, nach dem Schiffen durchs Eich, in der Schweiz.» Ja, ich kann ja jeder auswendig. Oder was ist noch? «Ich bin Aargauer.» der könnte auch Top 10, der könnte das Best-of-Album Peach Weber. Peter eben, Best-of-Peter gibt es. Best-of-Peter gibt es. Ja, und der Peach, wann spielt er im Hallenstadion? 27, glaube ich. Ja, 2027. Der längste Vorverkauf ist im Guinness-Buch der Rekorde. Oh, dekadent kann ich hier mal sagen, bei uns googelt der Chef noch selber. Also ich meine, wenn wir Halbwahrheiten oder irgendwie Fakten checken, muss man es selber machen. Der Mutzi tut sich ein bisschen galant am Ohr kratzen, ruft hinterher, richtig so richtig Zürich-Style. Wann haben wir, ja, 22, ja, und dann der Christoph Finger, tack, zack. Schlaf oder eine lebendige Siri oder so. Ja, Christoph kann man die auch auslehnen. Im Fall, wir bräuchten wirklich immer einen Faktenchecker bei uns. Du siehst du noch? Im Livestream der Dani Koch, der war ein bisschen zu hoch zahlt, dass man den jedes Mal könnte mit dabei haben könnte. Aber nein, Spass bei uns, das ist gratis. Aber Dani Koch war schon wirklich so die Instanz, die immer schnell die Google backcheckert hat, weil wir es dort nicht selber machen können. Bei uns ist wirklich Google ist noch Chefsache. Ja, Google an sich ist das eine, aber vor allem, wenn er dann noch Videos einspielt und so. Also das kannst du auch noch, Christoph. Dann geht's ab. Ich bin richtig neidisch mal auf euer Setting. Ich muss es im Sinn sagen. Weißt du, bei Sprechstunden, wenn ich noch ein bisschen Werbung, muss ich ein bisschen Werbung machen, oder? Darum, das Benzingeld muss sich ja gelohnt haben auf Zürich. bei uns ist das einfach alles so. Das war übrigens auch mein Ziel gewesen. Ich habe gefunden, euer Podcast braucht endlich mal ein bisschen Reichweite. Ja, mal pushen, das finde ich nett von dir. Absolut. Es gibt so viele gute Podcasts, die einfach keine Aufmerksamkeit kriegen. Ja, oder? Und wir, das ist völlig underdogs. Das ist da habe ich, hab ich gedacht, weißt du, so, hey, wenn es nicht immer auf Platz 1 ist, dann braucht es schon ein bisschen Push. Meine, unsere Stündel, die sind rar, die sind dünn gesagt. Aber es gibt scheinbar so zu Zürich, habe ich mir sagen. Übrigens, die laufen Stündler-Shirts um. Stündler, du bist aber noch einer von denen, der weiss, was Stündler eigentlich heisst, nehme ich mal an, gell? Du weißt, was Stündler... Also vielleicht ist es auch ein banddeutscher Begriff. Ich wollte gerade sagen, das ist ein banddeutscher Begriff. Also hast du schon mal Stündler an und für sich her mir nicht erfunden? Das hat es ja schon gegeben. Ja. Yeah. Und das sind wahrscheinlich so ein bisschen Fuli. Nein. Oder die in so ein Stundenhotel gehen. Hat die auch gesagt? Nein. Im Gegenteil, das sind streng religiöse Leute. Sprich, Leute, die eine Sekte sagen, das heisst, die bauen eigentlich eine Sekte auf. Voilà. Wir sind Sektenführer und der Begriff Stündler ist wirklich bei alten Leuten in Bern geprägt. Ein Stündler kommt bei dir an die Tür klopfen, wo wir über Gott und die Welt reden. Und die Stündler sind verpönt zu Bern. Und da haben wir wirklich unsere Hörerschaft eben auch, unsere Stündler, die mit diesen T-Shirts, die wir rausgebracht haben, mittlerweile rumlaufen, gehen mit denen arbeiten. Und dann verwundern sie sich, wenn dann alte Leute oben auf dem Land in den Laden reinkommen, dann schauen sie. Yeah. Und gehen rückwärts wieder raus. Und die Jüngeren hören, die checken nicht mehr, was das Wort Stündler eigentlich heisst. Aber es ist echt nichts anderes. Und wir haben es noch gendert, Stündlerin. Ja. Yeah. Es ist echt nichts anderes als ein streng religiöser Sektenanhänger. Wow! Hey, geil! Jetzt haben sie es noch erklären. Ich dachte, das ist alter Hut schon 100 Mal. Das ist großartig. Und das kann man eben, wenn man mal Gast ist in einem Podcast. Wenn man einfach mal als sich selber kann kommen und einfach mal erzählen.
Sehr gut. Also haben wir rausgefunden, 2027 ja. Ist es, glaube ich. 2027, ja. Auf dass man das, weißt du, jede Geschichte musst du ja beenden, oder? Im Hallenstadion hat er das ausverkauft, noch nicht? Doch, und die Nachmittagsvorstellung, die er dazu angesetzt hat, was ja sehr schlau ist, die ist ja bald voll. Geil. Das Mann, ist schon geil. Wirklich, Mann, im Gönnen. Hat er das nicht? Siehst du, da merkt man, wie alt das man wird. Das hat er doch aus Joke mal irgendwie gesagt, dass du im 2023 oder 2022 eine ansetzen. Ja, aber dann glaube ich schon von immer 27. Ich glaube 19 Jahre Vorverkauf. Längste Vorverkauf, den es jemals gegeben hat. 19 Jahre. Das ist im Guinness-Buch der Rekorde. Finde ich hure geil. Und er kann es durchziehen. Weißt, yeah. Ich habe immer Schiss, wenn wir so Engagement haben. Oder wenn wir sagen, Sprechstunde live. Ja. Yeah. Die wir gemacht haben. Das stresst mich ohne Ende. Wir haben Engagement in einem Jahr. Das stresst mich jetzt schon, dass ich A. nicht krank bin, B. nicht tot bin oder C. nicht schwer verletzt bin, auf einer Bühne kann stehen und etwas machen kann. Hey, hast du das nie? Mich stresst das immer. Ich wollte sagen, das ist, am Anfang ist das so ein bisschen Krux gesehen, wo ich professioneller Comedian geworden bin, ist so gesehen, einerseits machst du das, weil du hast die absolute Freiheit. Also ja. Es ist wirklich... Auf der einen Seite. Genau, eben, es ist, im Kopf ist so... Etwas Freies gibt es gar nicht, oder? Weil, ja, eben irgendwie den Tag durch kann man sich Jokes überlegen und irgendwie zu oben spielst dann und wow. Und dann ist es aber sehr schnell gegangen, so nach ein, zwei Jahren, dass auf einmal, du schon weißt, in zwei Jahren, am, keine Ahnung, 13. Mai, ja, habe ich einen Termin. Der ist einfach so. Und das findest du, auf der einen Seite hat es mich so ein bisschen beruhigt, weil du so ein bisschen das Gefühl hast, wow, ich habe doch eine Zukunft in dem. Und dann, wo es aber mehr geworden ist, hat es mich auch eben mega verstressen, weil ich so gedacht habe, shit, aber wie geht es denn eben mit so Flexibilität? Und in der Schweiz hast du natürlich auch nicht so einen riesen Tourplan, wie zum Beispiel Deutschland ist so oft seit Comedian, der Booking-Agentur, das sind meine Freiinseln. Also oh, du tust dann wie deine eigenen Ferien definieren. Und dann sagst du halt einfach, hey, die zwei Wochen dort sind blockt. Und dort ist blockt. Aber dann musst du halt auch schon zwei Jahre vorher irgendwie das auch planen. Ich weiß doch noch nicht, wenn ich Ferien will. Oder ich weiß doch noch nicht. Kehr's mal um. Du hast gesagt, dann bist du vielleicht dann noch dabei. Kehr's mal um. Jetzt bist du in der Zwischenzeit völlig abgesärbelt. Schon von Mutzi ist weg. Ist Alkohol am Arsch, niemand mehr da und du hast den fucking Termin im 2023. Ja gut, dann sagst du noch ab. Ja, aber ich, für mich ist das eine Stein gemeißelt. Die haben also das Gefühl, ja shit. Ja, das hat Corona hat das komplett verändert. Schon? Ja, natürlich. Hast du das, ein bisschen das Gefühl, du bist jetzt easy und wenn mal etwas absagst, ja, das ist eben null. Aha, nein, absagen tue ich nie. Ich habe jetzt auch während Corona nicht abgesagt, außer man hat müssen. Also hat dir abgesagt, so. Genau. Okay. Also entweder Veranstalter oder halt auch Verbund und Kanton haben es gar nicht möglich gemacht. Aber sonst, ich habe gesagt, ich spiele eigentlich alles. Aber ich sage nur, auch bei den Leuten hat sich so ein bisschen, früher ist es unvorstellbar gesehen, dass ein Event nicht stattfindet. Ja, oder hat wirklich die Welt zusammengefallen, gefühlt, dass es nicht stattgefunden hat. Aber jetzt, wo die Welt zusammengefallen ist, sind die wissen Leute so, wir ja. Oder wenn sie jetzt kurz vor dem wieder zusammengefallen ist, wissen wir es ja. Das ist ja nicht, Aber planen die so lange im Voraus so einen Live-Pod? Nein, das überhaupt nicht. Das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ein Monat im Voraus. Aber das hast du doch schon immer gehabt, weil ich meine, Energy-Events sind ja auch in Stein gemeißelt und sehr lange im Voraus klar. Klar, so drei Tage, vier Tage voran schon, ja. Nein, ah, sorry, das weißt du, wir haben zusammen da geschafft. Energy ist wirklich so aus der Hüfte schiessen. Aber geil aus der Hüfte schiessen. Ja, aber so eine Star Night ist immer klar, wenn die ist. Das stimmt, aber gleich irgendwie auch nicht. Also okay. Es ist wie, eigentlich klar, aber mir hat sich auch immer das Hintertürchen gedacht, vielleicht ist es dann auch eine Woche später, eine Woche früher, das weißt du auch nicht so genau. Mhm. Aber du hast schon recht, mal eigentlich weiss man es schon. Aber also im November hast du jetzt nie einfach mal Ferien gebucht für fünf Wochen. Nicht für fünf Wochen, aber habe ich auch schon, ja. Aber da ist manchmal schon so Finger in die Luft und dann so, ja, hoffentlich auch nicht dann, oder? Es ist, ich glaube, wenn jetzt das Event-Team würdest fragen, die würden dir auch schon sagen, du, im Fall, es ist nicht ein Jahr im Voraus, wo sie das planen, sondern es ist immer so, eben, ich sage, ein Monat, so viel, glaube ich, auf zwei Monate, zwei Monate, vielleicht Maximum, wo die ersten Gespräche stattfinden. Du musst ja natürlich auch eben so ein bisschen das Momentum verwischen.
Ja, wo dann so ein der Drive und genau. Die Leute Bock drauf haben, aber eben, für sagen, für zwei, drei Leute endet sicher aber kurz vor Burnout und, aber wenn ja Star Night ist ja noch der kleine Event in Anführungszeichen. Mittlerweile. Also ja, seit ein paar Jahren schon ist ja. Energy Air jetzt im Wankdorf-Stadion mit 40'000 Leuten, das ist natürlich nochmal eine andere Kiste. Sagst du noch Wankdorf? Das finde ich geil. Nein, man sagt wieder. Wieder? Ja. Es ist Wankdorf gewesen, es war Status Suisse gewesen, jetzt yeah. Ist zum Glück wieder offiziell Wankdorf. Ist auch wieder offiziell? Wird wieder hier auf diesem Weg mitgeben. Wow. Ja, Wow. Scheissname, Status Suisse. Hat es bei mir niemand verstanden, weißt du? Nein. Leute haben immer gemeint, es ist in Genf. Ja, genau. Ja. Status. Nein, jetzt haben wir sich immer gewehrt. Aus Fan hast du immer Wankdorf gesagt. Ja. Yeah. Aus offiziell hast du natürlich Status Suisse gesagt. Aber jetzt darfst du aus offiziell wieder Wankdorf. Alright. Ja. Yeah. Ja, und die haben einfach das grösste Event gekriegt. Die haben einfach Energy Air. Und das ist ja mittlerweile eure Spielbude. So. Hey, ja, zum Glück. Also, wenn ich es dort. Derb können ausleben. Also hätte ich mir nie leid träumen. Ich bin mal, glaube mir jetzt auch nicht, wenn man mich so sieht, aber mal in einer Punkrock-Band war. Mit so 14. Bad Illusion haben wir geheißen. Richtig beschissenen Sound. Aber das ist natürlich... Christoph sein... Habe ich das schon gehört, gell? Das habe ich das schon gehört, hinter der Kulisse. Das ist auch schon das hier. Du musst das gerade googeln. Bad Illusion. Ich weiß nicht, ob du es findest. Ich habe Google recht gelöscht, was das angeht. Die Leiche habe ich beseitigt dort. Aber ich bin zurückzukommen und dort war mein Bubentraum, mal mit einer Band ein Stadion. Das habe ich wirklich geträumt. Yeah. Ich bin mal auf der Bühne und vor so ein Stadion, Flammenwerfer, Gitarre, so. Ja, logisch. Und dann ist der Chef gekommen und hat gesagt, hey, schau, wir haben da noch irgendwie ne, Slots, die wir können füllen können, haben irgendwelche Ideen. Und ich habe immer rundum, das Energy Air hat immer Geburtstag, immer Anfang September. Und dann ist so ein Running Gag geworden, dass mir der Simon, der Kollege Essig auch vor der Sprechstunde, haben wir ein Geburtstagsgeschenk gemacht, weil es ist immer versifft. Yeah. Dann hat er mir einfach immer irgendetwas auf dieser Bühne geschenkt. Dann habe ich wirklich mit dem Sledl, mit der Go von Sips, wo yeah. Eurovision ist, wo gesungen hat. Und noch die anderen sind vielleicht nicht so, ausgeschildert oder so bekannte Namen, aber sind Profi-Musik. Mhm. Alles totale Profis. Und dann habe ich mit denen ein ACDC-Medley herzimmern in Angus Young, Kluft. Das ist mein grosses Gitarrenvorbild. Wegen dem habe ich dann mit 14, 13 Jahren Gitarre spielen. Hey, und dann stehst du dort auf dieser Bühne und dein Bubentraum wird einfach wahr. Also ich meine, weißt du, yeah. Der wird einfach wahr. Und du schaust mal für mal auf das Video, den Zusammenschnitt oder manchmal schon den ganzen Auftritt geschaut. Und dann denke ich wieder, jetzt, das ist dir passiert. Yeah. Du bist der, weißt du, aber im Moment selber bist du so, das weißt du auch, du bist auf der Bühne und du funktionierst einfach, nichts mitbekommen. Nichts. Das ist aber genau das, was ich wollte fragen. Ob du in dem Moment hast können anstoßen, wow, oh, ist das geil? Oder es ist eben, das Hirn geht in Hypermode und du bist so, oh shit, genau. Jetzt muss ich das und was passiert nachher? Und da habe ich glaube ich irgendetwas irgendwie, nicht ganz richtig. Es ist einfach mehr wie eine, ja, nicht wie. Performance klingt immer so hochgeschissen. Yeah. Ich darf mir ja so reden, gell? Ja, natürlich. Es klingt einfach immer fuck so viel. Fuck shit, stack, motherfucker. Mit Eminem beim Rap. Nein, so wird es ja nicht. Und das ist einfach so, wie halt performen, es ist ein bisschen entertainen, du weißt, du musst ein bisschen Show machen, es ist nicht einfach nur herstehen und dann wieder Schulbub dort auf der Gitarre, Bock, steif stehen, ein bisschen spielen, das geht nicht. Du musst die Leute auch ein bisschen probieren mitzunehmen. Und darum bist du so im Tunnel innen und dann macht das und dann ist es vorbei, oder? Und dann zum Glück gibt es etwa 1000 Kameras und fangen das irgendwie ein und dann muss immer und immer und immer wieder schauen. Aber immer das Gefühl, das ist ein anderer Dude, dort auf der Bühne, das bin ich. Aber gleich weisst du, hey, ich habe das erlebt, irgendwie ist schon noch cool. Das fängt schon, ja. Aber aus dem Grund habe ich beim, also es ist ja nicht Neues, beim Quatsch Comedy Club habe ich mal, keine Ahnung, siebte oder achte Show, habe ich den Schlussapplaus gefilmt. Weißt du, wo irgendwie Host steht auf der Bühne und sagt, und hier nochmal alle Comedians und du kommst raus und dann klatschen sie für dich, bla bla. Und das siehst du ja noch oft, dass irgendwie Comedians auf die Bühne kommen und irgendwie noch schnell filmen oder so beim Schlussapplaus. Weil, klar, du kannst es für Social Media brauchen und was weiß ich. Aber für mich ist es vor allem gesehen, zum Einschlafen im Bett immer. Bravo! sondern wirklich, damit ich mal das bewusst erleben kann, den Schlussapplaus. Aber es ist nie wahrnimmst, weil du noch so vollpumpen bist. Weil sonst einfach eben das Hirn so, du achtest dir auf so viel Scheiße, wie laufe ich überhaupt raus? Wink ich? Oder gehe ich noch schnell mich verbeugen und keine nicht um. Ja, keine nicht um, keine nicht auf die Schnurren. Das ist alles so Zeugs, oder? Ja. Und durch das stehst du gar nicht an und genießt das so. Du kannst nicht an.
ich habe mit dem Büssi mal davor gehabt, wo irgendeine, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, wo irgendeine Metalband ihr letztes Konzert gemacht hat. Okay. Siehst du, der Sänger, ich glaube in LA gesehen, im Forum oder irgend sowas, ja. Der steht am Schluss, steht einfach 10 Minuten auf der Bühne. Das ist klar, das letzte Konzert, Leute klatschen und rasten aus. Und er steht einfach nur dort und schaut in den Saal. Und du weißt, das ist jetzt eben nicht mehr Performance-Mode. Und er steht einfach dort und er zieht sich das alles rein. Bis zum geht nicht mehr. Als würde sich wahrscheinlich, das ist geil, als würde sich direkt irgendwie, keine Ahnung, Heroin mit Koks und Crystal Meth zusammen reinspritzen. So sieht es aus. Also er ist wirklich einfach dort so. Yeah. Es gibt so Momente, es gibt dann so wie sage ich so Bilder, die sich dann auf der Festplatte einbrennen, yeah. Aber das sind ganz komische Bilder. Du kannst dir das nicht aussuchen. Ich probiere darum aber so, wir machen einfach mehr, aber so mit dem Fotoapparat, mit den Augen so, klick, dass du nicht zu festhalten. Aber das geht nicht, sondern es sind Sachen, die irgendwie random vorkommen. Ein Beispiel, bei letztes Wochenende, das war schon einer der Aufreger, bin ich extra auf Italien gefahren, auf einer Rennstrecke. Das erste Mal überhaupt mit dem Töff auf einer Rennstrecke, yeah. Jetzt geschifft. Geil, oder? Yeah. Du kannst nicht fahren. Es ist nicht wie mit dem Auto, du hast in die Regenreifen, blablabla, habe ich alles nicht gehabt. Dann war ich dort gewesen, mit dem geilsten Mannenspielzeug, den du kannst haben. Yeah. Mit dem geilsten Spielplatz, den du kannst haben. Und ich durfte fucking nochmal nicht raus dürfen spielen. Ich habe einfach nicht... Hast du einfach nicht können? Keine Reifen drauf? Da. Nicht dabei gehabt. Es hat schön Wetter gesagt, dass es ist. Dann bin ich hergekommen, geschifft, nicht ausgerüstet gewesen, wieder zurückgefahren. Und hat einer der Barmen gehabt, gesagt, schau, kannst du mit dürfen, ich habe Regenreifen drauf. Aber er hat einfach auch ein riesen Vertrauen gehabt. Ich, ich bin noch nie auf einer Rennstrecke gewesen, es regnet. Aber wenn du nicht dürfen hast, weisst du es nicht. Aber das ist einfach so, du bist auf zwei Rädchen und es hat gelungen und du liegst dort in die Kurve mit 200 Kilo. Das rutscht halt da, oder? Yeah. Du musst Vertrauen haben. Dann bin ich mit dem da draußen und dann habe ich so 3-4 Runden dürfen fahren. Dann traust du natürlich jede Runde immer mehr. Yeah. Und in der letzten Runde habe ich mich nicht getraut, mal wirklich 220, wirklich einfach Gas geben, die Körper sagt schon lange, hey, hör auf, 170, nein, es längt, mach's nicht. Und dann schon wieder so, Klick, mit 220, so dem Moment, das habe ich jetzt noch vor Augen, wie es so, Tunnelblick, vielleicht wenn man schon mal in Deutschland bist, mit dem Auto über 200 bist gefahren, was ja legal ist. Weißt du, was ich meine? Das ist so der Tunnel, deine Wahrnehmung, das Visuelle ändert sich wie. Du bist wie im... Star Trek, wenn es irgendwie der, sag schnell, Lichtgeschwind, Warp-Batterie beischaut, was so. Yeah. Und das hat sich wie eingebrannt. Schusch, die anderen 5 Runden ist mir nichts geblieben. Ist aber auch geil gewesen, aber ist mir nichts geblieben vor dem inneren Auge. Klar, jetzt ist es noch im kurzen Gedächtnis, aber genau gleich wie dann auf der Bühne, ich kann dir fast nichts mehr sagen, fast nichts mehr, außer dann irgendwie raufkommen, aber dann ist es so wie ein Filmriss, checkst nichts mehr. Ja, aber darum muss man sich immer so selber, ich finde das Klick finde ich geil, das macht ja der, der Alec Baldwin in Friends, der macht immer so Mental Images. Stimmt, Klick. Ja. Genau, nicht, habe ich es nicht mal gesehen. Ja. Das genau, ganz dumme so. Situationen. Klick. Aber, das letzte Mal hat er ein anderes Klick gemacht. Definitiv. Dann hat es Klick-Boom gemacht. Ist noch zu früh. Es hat aber nicht Klick gemacht. Ich denke, das macht Klick, aber es ist Boom gewesen. Ja, egal. Ist scheiße. Nein, sondern es gibt so, ich hab das wie gemerkt, das Klick, das kannst du so ein bisschen wie antrainieren. Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Wenn was ist gesehen? Im Bernhard-Theater habe ich gespielt und ich hatte dort wirklich so ein Ziel gehabt. Ich habe gesagt, hey, heute reisse ich alles. Und während ich gespielt habe, habe ich gemerkt, es passiert tatsächlich, irgendwie die Leute gehen recht ab und so. Und habe ein bisschen Glück gehabt mit dem Material, das gerade gepasst hat. Und dort weiss ich noch, wenn ich so dachte, ah, okay, so einen Applaus und so eine Klatsche und so habe ich noch nie gehört bei einem Auftritt von mir. Aber ich bin immer noch im Performance-Modus gesehen. Aber ich habe dort wie so eine kleine Notiz gemacht, so, merkt ihr das? Ja, genau, so, ja, hey. Versuch, aber jetzt hat es geklappt. Und dann schwöre ich dir, dann bin ich irgendwie 2 Wochen später oder so, bin ich irgendwie zu Basel am Velo fahren. Ich weiß nicht mehr, von einem Ort zum nächsten müssen. Und dann denke ich an den Auftritt zurück. Und danach habe ich so wie zurück können visualisieren. So, oh Mann, die sind recht abgegangen. So. Und dann habe ich wirklich so probiert, mir das an das zurück zu erinnern. Hey, und dann habe ich auf dem Velo ich fucking Gänsehaut gekriegt. Wie noch selten in meinem Leben. Und ich dann so wirklich das Gefühl hatte, ich stand jetzt wieder auf der Bühne, aber ich bin nicht in dem Performance-Modus, sondern eben in dem Aufnahmemodus. Und dann habe ich es wirklich gemerkt, so auf dem Velo, weißt du, und irgendwie, ich bin, glaube ich, nicht mehr da abgefahren. Dann macht es einfach so. Das ist ja wirklich geil. Und ich bin so, wow. Aber ich habe es nie mehr geschafft.
Es ist manchmal schon, aber weißt, vielleicht jetzt so für deine Mutzis, ich meine, sind nicht alle irgendwie sind Comedian oder bekommen Gelegenheit wie ich als Amateur, Hobbygitarrist, der es nie über das Wohnzimmer rausgeschafft hat, irgendwie auf so einer Bühne zu stehen. Aber ich meine, das kannst du ja immer machen. Das kannst, wenn es geile Ferien waren, wenn deinem Schatz einen Heiratsantrag ist gemacht oder wenn irgendwie... Es gibt ja Sachen, die automatisch einfahren. Ich bin noch nicht Vater, aber ich habe mir sagen, wenn man glaub, Vater wird, das ist so, oder Mutter wird, das ist glaub, so, bam, so ein einschneidendes Erlebnis, das du nie vergessen willst. Aber eben probieren die kleinen Sachen, oder halt, es muss nicht immer etwas Grosses sein, aber wenn es in dem Moment so schön war, dass du es probierst, eben, wie festzuhalten. Yeah. Geht nicht immer, aber man kann es probieren. Ich habe das auch an einer Nacht mit Freunden. Mit Peter Eber. Das ist schwierig. Schwierig war, stimmt, sorry. Mein Fehler. Nein, aber dort gibt es auch so einen Moment, wo irgendwie, weißt du, wenn irgendwie alle verrecken vor Lachen und dann kannst du, es ist eigentlich wie rauszoomen in dem Moment, oder? Dass du dann wirklich ganz kurz machst, so, denkst so, fuck, schau mal schnell an, was da passiert. Ja. Und das ist dann irgendwie das, was bleibt. Du hast keine Ahnung mehr, über was du geredet hast oder irgendwie so, aber es ist echt super lustig gewesen. Du musst immer geben, wenn die Kamera so hätte. Nein, dann vergiss es nicht, das ist immer gäbig. Ich weiß nicht, hörst du manchmal irgendwie einen Podcast nach, wo du von machst? Mir? Ja. Ich habe aufgehört. Aus gutem Grund. Nein, ich habe aufgehört. Ich habe es nicht mehr können mit der Zeit. Teils, wir schneiden ja nicht. Ja. Du schneidest auch fast nichts. Oder? Nein, ich tue das Intro und das Outro dran pappen. Das okay, ist, ja. Okay, das ist aus Funes entstanden. Genau, bei mir ist gleich am Anfang, haben wir noch zum Teil noch geschnitten und so. Gibst du noch Mühe und so. Aber irgendwann haben wir eben auch gemerkt, ist das einfach auch eben, so echt sein und ungefiltert sein. Und wenn es echt und ungefiltert ist, lass vielleicht mal Zeug raus. Oder ich sage, lass vielleicht mal den Simu, dann muss ich immer ins Boot holen, wir machen es zweit. Lass er vielleicht mal etwas raus, wo ich so denke, boah. Ja, er hat jetzt vielleicht ein zweites Mal nicht mehr so gesagt. Oder ich lache vielleicht an einem Ort, wo ich nicht lachen wollte. Oder weißt du, wie ich meine? So. Und darum musste ich dann aufhören, es nachzuhören. Und mit der Zeit ist es wirklich noch, wenn ich es in meiner Erinnerung aus ganz, ganz schlimm empfunden habe, Ding muss ich noch schnell heute hören. Und dann ist es meistens nicht ganz so schlimm, wenn es nachhörst. Ja. Also, ja, wie ist das Problem? Der Chef von Energy lost es, ist ein Stündler, bekennender Stündler. Yeah. Also der Chef. Yeah. Und seit ich das weiss, stresst es mich umso mehr. Also es hat auch schon Situationen gegeben, normal, ist ungefiltert. Und dann vergisst du plötzlich, dass eben so einer vielleicht auch zulässt. Und in dem Moment wollte ich es dann gar nicht mehr nachhören. Aber das Gute ist, er hat Humor und nimmt so easy. Von dem her. Weil ich habe gemerkt, beim eben so einem Podcast, wir labern ja oft irgendetwas und du weißt nichts mehr nachher. Nein, weißt du, ich habe heute schon, was habe ich, 6 Stunden habe ich schon gelabert in der Morgenshow. Ja. Ich kann dir die Hälfte nicht mehr sagen, was ich gelabert habe. Und manchmal wirst du dann aber angesprochen auf etwas. Genau. Und dann so festgesetzt auf etwas. Ja, aber dann hat er das gesagt. Und sind die Arschlöcher, dann hat er das gesagt. Und dann musst du sagen, hey. Ich weiss es nicht mehr. Sorry. Auch schon, ich weiß es nicht mehr. Für dich auch viel schlimmer als für mich. Aber ja, so what? Sorry in dem Fall, wenn ich dich beleidige. Aber ich weiß es aber gar nicht. Das gibt es häufig. Aber das ist schon nicht böse gemeint. Das ist einfach, ich meine, ich weiss, ich glaube nicht, jeder Maurer noch, jeder Stein, den er aufeinander aufschreibt. Weißt du, wie ich meine? Biegelt oder jeder Bankangestellte, wie manchmal hunderte Nötchen, das er jetzt 1000 gegeben. Unser Job ist halt einfach schnurren. Und wir schnurren einfach viel zu viel zugegebenermassen. Und es ist auch nicht immer inhaltlich so gut, dass man sich auch so erinnern müsste. Manchmal ist es so gut, dass man es vergisst. Und darum trete ich eben auch noch gerne auf. Weil dort kann oft etwas passieren und es ist live gesehen. Und es ist und niemand weiß es mehr. Und es ist weg. Außer sie filmen es. Ja, aber... Also, gibt's hast du ein Handyverbot an deinen Shows? Nein, habe ich nicht. Aber es ist bei uns auch nicht so ein Problem. Also weißt, das ist so ein sehr amerikanisches... vielleicht noch ein bisschen Englisch. Aber vor allem in Amerika ist das ein grosses Problem. Weil halt sehr, sehr... bekannte Comedians, die zum Teil eher an die Grenze oder über die Grenze gehen. Die werden dann wie... Sachen ausprobieren. Aha. Und damit du halt eben die Grenze findest, hast du halt 5, 10, je nachdem wie viel Auftritt auch immer, wo du die Grenze probierst zu finden. Oder du probierst das richtige Wording zu finden für das, was du willst sagen. Und das geht halt ein paar Shows. Und wenn das irgendwie bei Show 1 jemand alles aufnimmt, dann wird das als Wort genommen. Quasi, so tritt die Person jetzt auf. Das ist das, was ich erzählt. Genau, und okay. Das kann jetzt das Problem sein. Es gibt ja dann schon einen Weg bis zum,
Special auf Netflix oder was weiß ich, wo das dann eben so funktioniert, wie sie es wollen. Aber du musst das, es geht nicht anders. Du probierst das vor Publikum aus. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du einen britischen Comedian, der genau diese Grenze einfach weglässt? Alan irgendwie heisst. Er ist schon auf Netflix, hat er einfach geschaut. Ich kann dir den Namen nicht mehr sagen. Scheiße, es ist jetzt scheiße, wenn man etwas teasen will, was ich nicht fertig machen kann. Ich würde von irgendwie meine letzte Show oder das Ende meiner Karriere oder so. Er lädt. Meinst du Jimmy Carr? Jimmy Carr nicht, yeah. Jimmy Carr. Ja. Yeah. Und er lädt es bei jeder Show darauf an, dass es jetzt seine letzte ist. Jo, aber so derb, aber nein, muss ich, das ist genau mein Humor. Da verwünsche ich mich einfach, wenn ich im Publikum würde hocken, würde ich auch schon so, weißt du, aus Contenance den anderen gegenüber, hätte ich so das Gefühl, da darfst du jetzt nicht lachen, aber allein daheim vor dem Fernseher verreck ich vor Lachen. Jo, und so, also, aber bei ihm ist es so klar offensichtlich, dass es Witz sind. Ja, aber es sind auch teilweise richtig, also Grenzen, die du nicht anlängst. Das stimmt. Kranke Kinder, sag ich mal. Also, weißt du, Krebs. Absolut. Die Grenze oder wirklich. Und er hat sich das halt über Jahre genau. Hat sich das aufgebaut, genau. dass wenn er jetzt eben so etwas bringt, aber dort, das sind ja schon, ich meine, das ist dann auf Netflix und es ist der geschliffene Joke. Und da ist eben einer, er schreibt den Joke und der passt dann schon ziemlich so. Aber irgendwie. Aber was kannst du jetzt tun? Louis C.K., der hat nicht so die One-Liner wie der Jimmy Carr, oder? Und der Louis C.K., hat schon vor dem MeToo-Zeugs hat er immer wieder mega Stress gehabt, weil er irgendwie eben etwas am Ausarbeiten gesehen und dann nachher kommt eine Aufnahme davon. Und dort geht es dann auch irgendwie um eben so Themen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und es stimmt vielleicht noch nicht ganz. Es stimmt noch nicht ganz, was er will sagen. Es ist noch nicht on point. Genau. Ja, ja. Okay. Und danach kann es verwechselt werden mit, das ist seine Meinung. Dabei auch probiert auf den einen Witz daraus zu kreieren, oder? Auszusuchen. Wir haben es vorhin noch gehabt, von wegen froh sein, wenn etwas nicht aufgenommen wird. Oder yeah. Schnurrt man etwas zu viel oder nicht. Du hast ja einen Gast gehabt, der Bühne Huber. Ja. Yeah. Ist ein guter Freund von uns auch. Von yeah. Sprechstunde auch. Yeah. Fan auch. Wir kennen den Stündler auch. Ja, absolut geiler Sieg. Der hat vor 5 Jahren mit uns mal ein Interview gehabt und seitdem redet er kein Wort mehr mit uns. Ohne Scheiß. Und das ist zum Beispiel jetzt so ein Moment, wo du dann sagst, okay, in dem Moment absolut, also ich will hier mich auch mal schnell rausnehmen. Ich bin jetzt so ein bisschen wieder der Sohn zwischen den Eltern, die kurz vor der Scheidung wirklich so richtig am Fetzen sind. Das war ihre Live-Morgenshow bei Energy. Live, nicht aufgenommen. Yeah. Und das ist so, der Bühne ein bisschen Kunst anfangen machen, ein bisschen anfangen malen yeah. und so. Und der Simon hat auch so, ja, jetzt tust du noch malen, oder ja, mit was schwingst du den Pinsel und tust nackt malen vor der Leinwand. Und so ist er yeah. ein bisschen hochgenommen, yeah. ein bisschen Test. Und der Bühne, also mit dem Bühne habe ich meine Radiokarriere angefangen. Mein erstes Interview war mit dem Bühne. Ich bin jetzt noch Fan, selbst nach dieser ganzen Kacke, ich bin immer noch Fan von ihm. Der Simon kennt das seit 20 Jahren. Ich meine, der Humor, weißt du, sollte klar sein. Und irgendwie haben wir den dann auf dem falschen Fuß verwünscht vor 5 Jahren, yeah. dass der seitdem, und als er zu dir ist, hat er uns eine hohe Abfuhr erteilt, kannst du immer noch nachlesen, auf patentdochsen.ch, hat er irgendeinen 5-seitigen Monolog darüber, warum, keine Ahnung, wir zwei, also namentlich nennt er uns nicht, aber er tut uns so genau. Wirklich? Ja! Und das würdest du ihm nicht geben. Der Tod lieber Kaib so. Aber wenn der sich nicht mal auf dem Kicker hat, dann du. Dann. Uiuiui du. Das, ich habe auch in 5 Jahren nie mehr ein Interview mit dem, wegen einem beschissenen Morgen, wo er einen kleinen schlechten Lohn hatte am Morgen. Der Moser hat einen kleinen schlechten Lohn am Morgen. Und seitdem, musst du dir das mal vorstellen, ein Interview. Okay, und das hat er, was, hat, jetzt hat er etwas auf seiner Webseite mhm. geschrieben über euch. Mhm. Aber es hat nichts mehr mit mir zu tun. Nein, mit dir. Aber du gesagt hast, wo noch zu dir kam. Nein, ich war bei dir als Gast und zu yeah. uns hat gesagt, keine Zeit, keine Lust. Und am Schluss ist eben rausgekommen, nicht keine Zeit, sondern dann so, du, die sind Arschlöcher zu euch, komme ich nie mehr. So ist es dann so gewesen. Wow. Hey, du musst öfters kommen, wenn du gestresst bist. Hä? Ja. Was du da rauslässt? Ja, nein, du hast uns verletzt und dann haben wir kein Blatt vor dem Mund. Ich meine, hallo, wir haben im Tang reichen, ich soll entschuldigen. Wir hätten ihn gerne einladen an die Sprechstunde live. Yeah. Das wäre geil gewesen auf der Bühne, Versöhnung, grosse Versöhnung. Yeah. Der Moser, der mal hersteht und sagt, hey, Louis, das war ein scheiß Interview. Er, der sagt, hey, easy, Giel, wieder alles Frieden, Freude, Eierkuchen. Nein. Er hat die Hand genocht, reingespäut und so wieder zurückgeschlagen. Wirklich so richtig. Und das finde ich auch so, Mann, weißt, nach so langer Zeit, da kannst du irgendwie, weißt, vor allem in diesem Business, kannst du irgendwie ein bisschen drüber stehen, nicht?
Also wie siehst du das jetzt? Ich müsste hören, was gesagt. Nein, aber ja, also du hast auch schon ein Interview gehabt, vielleicht mal die Humor vielleicht nicht gibt. Weißt, es ist immer Sender und Empfänger. Ja, aber du weißt, ich bin ja ein sehr Soldat gewesen. Ich bin du hast nie ich bin immer im Dienst vom Arbeitgeber gewesen. Ja, mir ja auch. Und aber auch ein Soldat schießt mal daneben. Ja, natürlich. Nein, also ich weiß noch, habe ich eigentlich wirklich nie Probleme gehabt. Und sicher ein bisschen Glück, aber irgendein DJ, weißt du, wo jeder Song gleich tönt hat und so. Die haben es immer lustig gefunden, wenn du irgendwie so drei Songs hintereinander gespielt hast. Übrigens, das ist nicht der gleiche, das sind ja drei verschiedene und so. Aber das ist doch das sind so die kleinen Sachen. Also eine Art von Humor, genau, oder? Genau. Eine Art von Humor und dann bist du Friendly Roasting. Aber voilà, es hat so in die Richtung sollen, yeah, so friendly-mäßig, aber yeah, nochmal, wir kennen es aber schon lange. Aber wenn du schlecht drauf bist, dann kannst du natürlich ganz anders rüberkommen. Und jetzt aber, 5 Jahre später, die Erkenntnis zu haben und nicht nur zu sagen, ey, die anderen 2 sind Arschlöcher. Yeah. Nochmal, ich wollte deeskalieren und bin jetzt einfach mitgegangen, mitgefangen. Oder umgekehrt, weiß nicht, wie es geht. Und da finde ich, du musst auch ein bisschen Humor können beweisen. Und irgendwie ist das der Schuss voll hinten raus und jetzt bist du dort wie abgestempelt. Und darum, ich habe es nur schön gefunden, also für die Gerd ist er zu dir gekommen, er kommt nicht zu allen. Er kommt nicht zu allen, die ich mal sagen. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja. Ja. Eben auch, dass du da bist. Ja, du rufst, ich komme, so läuft's. Wenn schon mal jemand aus Zürich wissen will, was in Bern läuft, ich komme sofort. Das also ich bin schon nicht in Zürich, das ist dir bewusst, gell? Du bist zu tief drin, dass du kannst sagen, du bist nicht aus Zürich. Sicher nicht? Nee, ich bin so etwas von Basel. Wer bei Promi, was wie heisst es, kochen da? Ja, in Basel, ja. Ich bin nicht gekocht. Schumpfen. Was hast du gemacht? Wir sind auf den Beizen gefressen. Und die Leute noch schlimmer! Das ist immer geil! Noch schlimmer! Egal! Nein, und ich habe sie natürlich zu Basel ins Dorstübli. Ich habe eine richtige Beiz genommen. Weißt? Also richtig. Richtig, okay. Richtig. Ja. Alle anderen sind in so Schickimicki-Tempel und so. Und der Peter? Der Peter ist in ganz tolles Restaurant. Sehr, sehr fein. S-Ort. S-Ort? Ja? Kenne ich nicht. Direkt an der Aare. Du musst mal gehen. S-Ort. Ja. Das muss ich mal gehen. Wenn du den Besten gut findest, finde ich so gut. Hey, der Beste ist meine neue die Bühne. Die haben so einen schönen Hinterhof. Okay. Also vor allem, wenn schön Wetter ist, gehst du mal in dem Hinterhof essen. Schau mal, S-Ort. Schau jetzt, der Christoph. Das ist wieder die Kunst grossartig. Des einfach. Muss die Kunst sagen, des Einfachen. Muss man nicht sagen, dass das ist Einfaches. Die Kunst des Einfaches. Da, und schau, das Logo. Ah, im Kirchenfeld-Quartier. Aber ist der auch Nobel-Obel? Also Kirchenfeld, da gehst du ja nicht. Ja, also es ist... Nein, da zahlst du nicht 3 Stutz für den Espresso im Jahr. Also nur schnell, bevor ich im Burger King war. Aber das wirklich... Das technische Niveau ist... Hat es Bilder vom Hinterhof? Ich mache jetzt... Also ja, Werbung ist ja übertrieben. Das sieht aber sehr familiär aus. Aber tun wir jetzt die Mutzis nicht ausschliessen? Wegen? Die hey, sehen das es gibt, jetzt nicht. Es gibt ja sich. Nein, also weißt, es gibt Webmenschen, die auch das Video schauen. Aha, was machen denn die? Also, das sind dann eher die Geringverdiener, die es nur audiomässig hören. Geringverdiener? Gibt es noch einen Aufschlag? YouTube haben, glaube ich, alle. Okay. Ah, ist auf YouTube. Okay. Ja, ja, ja. Siehst du, ich bin einfach so oldschool. Ich habe natürlich viele gute Podcasts immer nur aus Audio. Schau, es hat 4,8 auf Google. Ich bin ja so einer, der auf Google-Bewertungen ja, geht. Das ist Und schau mal den Hinterhof an. Das ist so schön. Ja, das ist edle Küche. Ja, es ist wirklich sehr fein. Da musst du mit dem AMG vorfahren. Schau mal, da ist ein verschneiter der Hinterhof. Aber da hast du eben noch so einen oberen Teil. Und, also es ist wirklich nice. Ey, ich bin ein fucking Beiz. In eine richtige Beiz. Das finde ich aber auch sympathisch. Ist mir nicht sympathisch. Ich bin Ender, also weißt, ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, das frisst ihn nicht. Ich bin Ender bei dir. Also Ender so Bates. Und mal was hat es Gordon Bleu sicher gegeben? Ist ein Gordon Bleu Bates? Nein. Also es gibt ein sehr gutes Gordon Bleu. Aber es gibt jeder Bates. Das muss sein. Ja. Aber wir haben keine, was jetzt? Pastetli natürlich. Geil, oder? Ja, gehört auch dazu. Und ich habe tatsächlich 2 geschnitten. Ah, so. Immerhin, okay. Ja. Pastetli und so Vorspeis. Oder haben wir Vorspeis gemacht? Oder haben wir Dessert gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Fragst du, ist das der Christoph? Ist jetzt schon länger her. Aber ich bin eine richtige Beiz. Ich habe gefunden, wenn schon, dann schon. Das finde ich aber richtig. Das ist sympathisch. Also, ich bin Basler.
trotzdem. Ja, also ich gebe dir den Punkt. Ja. Gut. Aber du bist in diesem Kuchen. In welchem Kuchen? Der Zürcher Medienkuchen. Da bist was du laberst du? Nein, da gibt's. Aber das weiss der Zürcher auch nicht. Oder eben der Basler im Zürcher Medienkuchen ist, weiss das auch ich nicht. Ich habe das alles abgeschworen. Das ist dir schon ja, bewusst. Das ist nicht. Nee, doch, natürlich. Du bist da drin. Was? Du bist drin. Okay, bring ein Beispiel. Ja, das kann ich jetzt nicht name droppen. Ich nicht, es gibt einfach man kann es immer noch rauspfeifen. Machst du eh nicht. Mach ich jetzt nicht. Aber so, ich sage, aus Comedian hast du schon mal per se, hast du ein Netzwerk, das sicher auch zürichorientiert ist, mal, okay, der Gabirano hat er mal unter eure Fittiche, glaube ich, genommen, so in diesem Comedy-Kreis. What? Ist der noch dabei? Nein. Okay, jetzt müssen wir auseinanderbeilen. Also als Comedian habe ich schon mal nicht mega... Also der hat, also der Büssi, du, der, siehst, ich bin schlecht mit Namen, mit Comedians. Charles Nguela, yeah. Der also, Elsner. Also Elsner ist aus Zug. Ja, aber die, also, Charlie ist aus dem Aargau. Yeah. Du kennst doch die alle? Ja, na logisch. Eben, aber yeah. Der Melting Point hast du hier in Zürich. Nein. Das seid ihr euch nicht bewusst, mal. Bist du schon mal zu Zug beim Elsner gewesen? Ich noch nie. Also, er hat eine Show dort. Ja, okay. Aber ja, ich bin immer wieder... Seine Mutter ist mir in den Zug schauen. Okay. Ja, ich sage nur mehr. Ich sage einfach, das ist wie... Der hat ein Netzwerk. Der kennt wie ein Ang. Aber das ist nicht Zürich der Grund gehabt. Sondern es ist einfach, dass wir zusammen auftreten an allen möglichen Orten. Okay, das ist vielleicht... Ja, das ist jetzt bei den Musikern ist es so. Yeah. Berner Musiker, wenn die gut sind, müssen sie auf Zürich, sonst haben sie nicht national Erfolg. Da kannst du alle nehmen. Da kannst du Nemo nehmen, da kannst du Lola Dug nehmen, da kannst du den Müslim nehmen. Das ist eben eine Szene. Yeah. Bern kennt sie jeden, genau. Ist schon mega Erfolg. National interessiert keinen Soul. Warum absolut. Nicht? Absolut. Ist nicht Zürich. Genau. Kennen wir nicht. Und das wenn sie ist... aber auf Zürich kommen mit einem Dodo, mit einem Zürcher Produzent, der übrigens ein geiler Sieg ist, der lange in Bern gelebt hat, yeah. Zusammenarbeiten, dann sind sie plötzlich da. Weißt du, was ich meine? Richtig, aber die Musik ist ein völlig anderer Bereich als Comedy, wo alle Menschen in ihrem Heimatort Shows organisieren und andere einladen und wir durch das von Anfang an wirklich so ein Schweizer Netzwerk gemacht haben. Aufbauen. Yeah. Okay, da kommt noch das mediale Interesse dazu, wo wenn jetzt der Elsner in seinem Zug würde, weiterhin Shows machen oder ein Keller, kenne ich zum Beispiel auch, der macht in der Ostschweiz. Okay, interessiert aber niemand. Er macht es in der Ostschweiz, aber interessiert niemand. Wenn aber ein Büssi eine Show macht, dann interessiert es jemanden. Das ist das mediale Interesse. Oder du hast, glaube ich, das darf man schon so sagen, du hast ja das mediale Interesse, glaube ich, schon auf deiner Seite. Sonst wärst du nicht mit dem Peter Reber bei Promi Bates so. So einfach ist es. Aber du musst schon viel, viel machen, dass du aus der Aussenregion irgendwie in das Metier reinkommst und da kämpfen ja wir, und darum spreche ich es überhaupt an, da kämpfen ja wir auch gegen Windmühlen an. Oder? Aus Bern, wir sind immer am Ungarn. Ja, aber weil die bei einem Berner Medium sind. Nein, wir sind bei einem Zürcher Medium, wo ja, okay. Ein Berner Ableger hat. Genau. Aber die sind fix bei einem Medium. Das heisst, es ist natürlich schwieriger, super okay. Begrenzt. Ja. Das ist eben meine Erkenntnis gesehen. Okay. Ich bin jetzt eigentlich, und darum, das kann natürlich sein, dass Medieninteresse grösser ist, ich bin jetzt Free Agent. Oh, das heisst das so? Nein, ich nenne es einfach so. Aber das ist ja, wenn irgendwie in den USA ein Sportler nicht fix bei einem Verein ist oder so, dann sind sie Free Agent. Klingt wie auf einer Erotik-Seite irgendwie. Free Agent. Hallo? Hallo, kann ich bei einer Free Agent buchen? Und zu welcher Free Agent Agentur bist. Ja, was hast du gern? Ja. Nee, egal. Ja, ich gebe dir recht. Vielleicht so, und bei mir ist wirklich sehr, sehr stark spürbar gewesen, dass wenn du nicht mehr eben bei einem Medium fix bist, und ich bin hauptberuflich Comedian, ich mache nichts anderes. Das heisst, wenn dann eben irgendein Medium etwas mit mir machen will, dann haben sie wirklich nur das Interesse, mich als Comedian bei ihnen zu haben, für was weiß ich. Mhm. Also zum Beispiel jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben bin ich zu Gast gesehen bei Radio 24. Zum ersten Mal in meinem Leben. Wäre natürlich bei uns schwierig, weil es die direkte Konkurrenz von Energy Zürich ist. Richtig. Genau. Okay, so, und okay. Warum hätte das erst jetzt können passieren? Weil ich seit ein paar Jahren nicht mehr bei Energy arbeite. Okay. Ich kann aber auch nicht bei irgendeinem anderen Medium arbeiten, sondern ich mache einen Independent-Podcast mit einem geilen Sieg, der sogar googelt. Danke. Nochmal Props. Danke. Kriegel, die Props. Darf ich dir Kriegel sagen? Da kannst du mir Kriegel sagen oder Solti oder Steffi, ja, oder wie du willst. Ja. Das ist super. Lieber Kriegel als Gigu, oder? Ja, Kriegel ist immer gut. Ja, nein, das stimmt. Auf einer
auf der einen Seite gibt er einen Punkt, auf der anderen Seite aber auch nicht. Also du weißt es so gut wie ich, das ist nicht nur der einzige Ausschlaggebende. Örtlich bedingt ist das schon noch, ob man jetzt darüber schreibt, ob man das Gefühl hat, das interessiert. Und da kannst du jedes Glamour-Heftchen nehmen. Da sind manchmal Namen drin, die in Bern noch kein Soul gehört hat. Abseits Zürich. Genau, und da gibt er absolut recht. Aber das ist ja das, was ich von Basel aus immer gemerkt habe. Das also das ist schon also auch so ein bisschen mit... Natürlich, okay. Natürlich. Aber eben darum weiss ich auch, dass ich nicht in diesem Kuchen bin. Hundertprozentig okay. Nicht. Also bist du auf unserer Seite. Wir sind die verschworene Kuchen. Wir sind der äußere Circle. Wir sind die mit den Mutzis und den Stündeln. Richtig, richtig. Wir sind die. Ins Lachen. Nein, sondern... Lachst du mit mir oder über mich? Ich bin ja da, ich repräsentiere das Publikum da. Also, ah, okay. Genau, als die Audience. Das ist gut. Statt Kenneth Laughter muss ich da ab und zu lachen. Okay. Hättest du aber auch ein bisschen Mühe und dann auch noch zwei, drei Leute mehr, weißt, dass es ein bisschen mehr Ambiance hat. Was haben wir gemacht? Wie oft muss ich lachen? Kannst du dann aber, weißt, wenn es so wie bei Freddy, ich schaue übrigens Friends geht nachher im Moment, weißt du wie früher? Du auch! Ich bin auch mit zwischen auch so, wenn sie sich küssen und so, wuhu! So. Vor allem, hast du gewusst, dass bei gewissen Szenen haben sie müssen kürzen? Sie haben müssen den Lachen und den Applaus kürzen. Aua, das habe ich nicht gewusst. Ja. Nach Friends hat man auch dann immer nur noch gesagt, wenn sie müssen lachen oder dürfen lachen. Aber bei Friends ist wirklich mit der Zeit, also zum Beispiel die eine Szene, wo Chandler und Monica in London zusammen Schadere, ja. Im Bett sind. Ja. So, und auf einmal kommt sie kommt rauf, oder? Sie kommt irgendwie so unter der Decke für so. Ja, völlig verzuselt. Dort haben sie nach, ich glaube, 5 Minuten haben alle müssen sagen, hey, hör auf, cut. Also weißt du, die Szene ist schon lange durch, aber die Leute sind so ausgerastet. Das stimmt, das heißt noch recht lange drinnen gelassen, die Serie selber. Also weißt du, du jetzt auch hier, also der Experte muss nur mal schauen mit der Freundin. Also. Ja, findest du es schon gut, oder? Ja, es ist so wie, jetzt, ich bin schon müde, du erzählst viel, aber so wie, nicht so schlimm wie Bridgerton. Was? Auf Bridgerton habe ich auch nicht geschaut. Dann bleibe ich hocken und dann... Friends und Bridgerton? Ja, es ist einfach etwas, was ich nicht habe schauen und am Anfang doof gefunden und nach 3-4 Folgen habe ich es dann geschaut. Okay, Friends ist dann wirklich besser geworden, aber auch nicht jede Folge Friends ist so gut, wie man gerne tut. Klar, aber jetzt die Szene, die du hast beschrieben, das ist natürlich etwas, wo eine Folge, wo etwas passiert ist. So, es gibt ein paar Folgen, wo etwas passiert. Aber dann gibt es manchmal so Scheissfolgen. Friends und Bridgerton. Wow. Ja, zwangsweise. Ich bin so ein Pantoffelheld, ich nichts sagen. Und wenn, ja, aber das ist so, wie wenn du würdest... Büssi und Mutzenbecher bringen. Ich sage nicht, wer ist. Was? Nein, das ist so für mich, wie wenn jetzt würdest sagen, in der Musik würdest du sagen, Bridgerton ist Justin Bieber und Friends war dann aber Shame. Schon... Nein, eben Friends war dann schon irgendwie... Sag mal U2. Klar, es ist manchmal ein bisschen geschliffen und es ist sehr groß geworden für das, was es ist und durch das hat es also ein bisschen Eigendynamik gekriegt. Du hast jetzt gerade Justin Bieber anwerten. Justin Bieber ist auf der Popstar. Ja, ja ist stimmt. Popstar. Okay, ja, stimmt, okay. Ja, wenn du es so anschaust. Ich finde, nur Justin ist da hier dazu. Ich finde, er macht geile Mucke. Also jetzt. Ja, eben. Also, jetzt. Die Leute um ihn herum machen geile Mucke, wo er dann... Genau, produzieren so. Und er kann es einfach noch schnell heute mit Autotune ein bisschen einsingen, das ist gut. Aber ja, es ist jetzt ein schwieriger Vergleich gewesen, nur weil ich sagen, dass ich nicht für so die, kann für mitreden, die, ja. Weil ich es einfach halt zwangsweise anschauen. Ich finde es gut, ich finde es okay, yeah. Aber die ersten 5 Folgen kann ich sagen, habe ich einfach dumm gefunden, du musst dich so dran gewöhnen. Und dann gewöhnst du dich aber dran und dann findest du es cool. Yeah. Aber das ist manchmal schon mit dem... Aber das heisst, du hast vorher noch nie Friends geschaut? Nein. Ja, weil Friends nicht kennt. Weil der Rhythmus ist natürlich jetzt ein bisschen anderer. Also du merkst halt schon, es ist eine Show, die in den 90s angefangen definitiv, hat, oder? Ja. Und wenn du nicht irgendwie dort mal reingekommen bist, dann ist es wahrscheinlich ein anderer Bezug. Was hast du sonst so für Zeug nicht geschaut, wo man sollte geschaut haben? Nicht geschaut? Mhm. Ja. OC California? Nein, OC habe ich natürlich nie geschaut. Wirklich? Völlig überrascht. Oh, sie habe ich natürlich geschaut. Ich kann mitreden, kennen Schauspieler, weiss ob ich wie Gringos gesehen habe, aber nie geschaut. Nein, wie hat es andere geheissen? Konkurrent von OC? Gossip Girl ist später gekommen. Ich glaube, die gleichen gesehen. Auch nie geschaut. Es gibt noch einen anderen, so der Kopf. Ey, wie heute schlecht. Ich bin zu lang wach, sorry, ich kann nicht mitreden. Das ist okay. OC und auch so eine Teenie, nicht Gossip Girl. Gossip Girl.
Gut, es hat natürlich früher hat es gegeben, also Dawson's Creek, nie geschaut. Beverly Hills. Beverly Hills. Nein, aber das ist wie vor meiner Zeit. Also du bist ja noch ein bisschen jünger wie ich. Drum, ah, muss ich es auch nicht gesehen haben. Aber OC hat man in meiner Generation aber schon OC geschaut. Ist eben genau. Ja. Gut, aber auch dort, dann bist du, weil ich bin 16 gesehen. Was hast du für ein Jahr gegangen? 88. Du bist, glaube ich, 3 oder 4 Jahre jünger. 92er. Gut gehalten, gell? Aber gib mir, Mann. Krass. Hast du schon graue Haare? Hey, ich glaube 3. Zeig mal. Ich weiß nicht genau, wo. Sie sind vor allem jetzt, weißt du, das ist ganz cool. Ja, schau nicht. Mal, wie meine geile Käppli fritten ist. Irgendjemand hier, aber das siehst du natürlich jetzt nicht. Schluss mal, ist auf der gleichen Seite als hier. Wie ein Millimeterschnitt bei mir sieht man es auch nicht so gut. Sehen wir seine Kamera? Nein, der Matteo ist irgendwie 27. Ein Basler Comedian übrigens, der zu Basel wohnt, 500 Meter von mir entfernt. Okay. Nicht zu Zürich. Okay. Der hat immer so super Millimeter Coiffeur Ali oder so. Und dann hat er oft so, bam, alles weg. Und dann irgendwann ist er mal, ich glaube, vor 2 Wochen nicht gegangen. Und dann habe ich gemerkt, der ist 27. Alter, du hast ja einfach schon alles da. Es ist einfach schneeweiß. Es gibt so Leute. Ja. Ein Kollege, der ist mit 12 schon grau gewesen. Währenddem ich noch verzweifelt auf den ersten Schnauz gewartet habe, den ich übrigens seitdem nie mehr abrasiert habe, weil sonst einfach kein Bart wuchs. Ich hatte einen Kollegen mit 12, der hat schon einen mega Schnauz gehabt, und aber da oben schon ein leichter Haarausfall. Mein Kollege weiß genau, dass ich von ihm rede. Und zwar, und probiert auch anzukämpfen dagegen, zwar, immer noch. Nein, ich habe es sogar auf der Bühne erzählt. Und habe seinen Namen gesagt. Und dann kommt einer zu mir und sagt: Hey, aber du hast den Namen gewechselt, gell? Weil ich kenne den auch und der heisst so und so. Und hat einen anderen Namen gesagt. Und ich so: Nein. Du hast wirklich einen Kollegen. Jeder hat so einen Kollegen. Der hat sich herausgestellt, es haben oft alle so einen. Einer, der aber nachher auch wirklich mit 25 verzweifelt gegen Haarausfall muss ankämpfen, wo wirklich noch so halblänge Haare so ein bisschen auf die Seite. Der Tür siehst du wirklich gut, so wie bei einem Vorhang, so bei einem Tagesvorhang, genau. Siehst du schon leicht die Tür hinten dran. Nein, da bin ich froh, ich habe nicht Haarausfall, aber graue Haare, das ist wirklich ein Thema. Aber das war mein Traum, ich hätte ja so gerne graue Haare. Ich habe sie ja sogar schon grau gefärbt. Extra? Ja, ja. Ah, stimmt, ja, yeah. Das ist schon mal so. Mach ich irgendwann wieder. Schon? Ist das en vogue? Keine Ahnung. Ich kann es eigentlich letztes Jahr machen und dann ist aber der scheiß Chaka. Ja! Dann ist die fucking Debatte losgegangen mit irgendwelchen Fußballern, die sich die Haare färben. Und dann hast du dich automatisch solidarisiert, wenn du es auch gemacht hast, obwohl du nichts mit einem Hut hast. Sorry, wenn jetzt auf die ganze Schweiz über das redet seit 3 Wochen, dann kann ich jetzt nicht kommen und irgendwie auch so Haare machen wieder. Vor allem bei ihm hat es mich auch genervt. Sie sind ja nicht einmal, sie sind so geil gewesen. Ich so geil, es ist nicht wirklich gut gewesen, aber beim Simon wir dann auf dem Sender, also bei Energy Morgenshow, haben wir eine Wette abgeschlossen, wenn die Schweiz Frankreich rausholt, färbt er und die anderen Morgenshow-Hosts sich die Haare blond. Ich musste auch mitmachen, aber ich hatte die Woche drauf eine Hochzeit gehabt, wo ich, wie sind wir dem, der Redner, die Zeremonien, Leiter oder irgendwie so einfach durchgeführt, der Hochzeit, das war meine Schwägerin die Hochzeit gewesen, und ich wusste, die killt mich, wenn ich dort mit gelb, grusig gefärbten Haaren auftauche. Ah, ich weiss noch, wenn du die Studie zu Basel, Studie jetzt ich, weiss, ich kriege ja mit, was zu Basel so läuft. Ja, stimmt, du bist ja nur zu Basel. Du weißt auch nicht, wie der Zürcher Moderator heißt, ich glaube, wie Energy Morgen. Was ist jetzt? Ohne Scheiß, Roman etwas. Aber der Roman ist irgendwie noch, was ist der? 20-40%? Der ist aber noch viel dabei. Roman Kilsberg oder Dani Fanslau. Sie zwei machen es. Oder Dani. Das habe ich schon mal nicht gewusst. Der Dani Fanslau? Yeah. Der Fanzi Lanzi? Ja, yeah, habe ich nicht gewusst. Fanny Danslau, sagt man immer. Oh, wirklich zu müde. Der Humor ist nicht mehr so gut. Aber das ist aber ein cool Studio habe ich es mitgekriegt. Beim Studio hat es gut ausgesehen. Beim Studio hat es gut ausgesehen, aber beim Moser hast du so gesehen. Nein. Beim Moser hat es richtig beschissen ausgesehen, weil er hat in so eine billige Waffe gehabt, wo die Haare eben noch mehr gelb gefärbt hat. Also, und der Studio hat so grau gehabt. Und genau. So und das ein musst du eben weiss blond machen. Oder? Aber bei ihm hat es richtig beschissen ausgesehen. Das kannst du gar nicht in Wort fassen. Findest du ein Bild vom Simon Moser blond? Ziemlich sicher auf Instagram kriegen. Du musst mal ein bisschen durchscrollen. Simon Moser musst du mal eingeben. Wegen Kriegel. Ja. Kriegel ist einfach immer so viel näher. Dort siehst du nicht. Schau, im Roten, glaube ich. Ich brauche nicht an. Er hat wirklich ausgesehen wie der. Ah nein, man sieht es nicht. Er hat ausgesehen wie der Anthony Ross. 1:1 wie der Anthony Ross. Wirklich fix. Das kannst du nicht erfinden, wenn du ihn würdest sehen. Ja, das findest du jetzt. Das ist auch schwierig. Musst du mal Instagram Simon Moser eingeben? Ja, dort siehst du ziemlich gleich mal das Bild. Das ist wirklich.
eine Mischung zwischen einem Gückel, oben so Pflanzen. Jetzt musst du dich noch einloggen. Ich kriege, das ist ja, und noch Cookies akzeptieren. Jetzt sehen wir den, was der Krieg für die schweinische Seite liked. Jetzt sehen wir, welcher Algorithmus zugeschlagen hat bei dir. Ah, schau mal. So, jetzt kommt Simon Moser. Du siehst ihn. Genau, der oberste ist genau der. Und dann musst du ein bisschen runterscrollen. Es ist recht klein mal. Es ist ewig lang gegangen, über ein halbes Jahr, bis dort mal die... Free Agent Posts habe ich auch schon gesehen jetzt da. Jetzt noch ein bisschen weiter ab, jetzt kommt es langsam, wo der Blonde hat. Da hat er noch die Spitzli blond gehabt, ja, siehst du? Ja. Und jetzt, wenn du siehst, kannst du... Schau da, im Liegestuhl, das sieht so katastrophal aus. Nein, das kannst du nicht geben. Oder da, schau da, der Tag, da unten, vorher, nachher. Das war wirklich schlimmes Gelb. Das hat ausgesehen mit dem Grau, mit dem Schwarz. Hey, und vor allem so, da sieht er wirklich aus wie so, er sieht aus wie ein Musiker vom Göllen. Weißt du? Musiker vom Göllen? Ja, weißt du, das sind doch genau die, die oft so, sie sind schon lange am Touren. Ja, wie verlebt. Ja, ich weiss, eine gute Grillwurst und das Bier. Und, also das mit dem Bier, da trinkt er auch gleich viel wieder Göllen. Und dann irgendwann so, ja, jetzt sind wir nochmal die Haare färben. Ja, geil. Ja, genau, da die Jungen, ich sehe jetzt Zürich, es sind ein bisschen hip. So sieht er ein bisschen aus. Es hat wirklich scheiße aus. Ja, so ein bisschen an der Gitarre. Simon, wenn du das hörst, es hat scheiße ausgesehen, aber ich habe es auch schon live gesagt. Das ist, kannst nichts dafür. Ich bin übrigens einer, ich riskiere nichts mit meinen Haaren. Ich habe immer den gleichen. Ich habe den Bachtjahr, das ist mein Coiffeur. Kurdistan. Schwer, illegal, unterwegs. Hat hier mal etwas verbrochen, da mal wieder. Muss ich mal wieder immer wieder helfen, bei der Polizei den Bus auszufüllen oder anzuleuten oder irgendetwas. Aber der, also, ja, das bin ich gesehen. Ja, muss ich sagen, übernehmen. Schelke, ja. Ja, muss man immer wieder aus dem Seich raus helfen. Aber was ich kann, ist einfach der Schnitt, den ich gerne habe. Und das ist einfach, dann machst du nichts falsch, machst du nichts richtig. Das ist einfach so, weißt du, was ich meine? Ja, wem sagst du das? Aber du bist schon, du hast aber ein bisschen lang. Ja, du hast dich schon seit ich dich lernen kennen, 2014. Ich glaube eben auch. Also weißt du, du hast auch dort schon diese Frisur gehabt. Es läuft einfach. Und dann siehst du, vor allem während Corona, hast du gemerkt, wie auf einmal so Dudes haben gemerkt, hey, ja, die Haare ein bisschen länger. Geil. Ich habe es probiert. Ich habe es probiert. Wie du, bei mir sieht es einfach scheiße aus. Und danach hat. Nein, aber weißt du, alle. Ah, nein, der Tod. Noch nicht der Tod, aber sie sind dann mal so ein bisschen zu lang gewesen und dann können sie zum Coiffeur und sagen, hey, aber lass sie doch ein bisschen länger. Und dann, jetzt haben sie halb lange Mähne und so. Und das Geile ist, das hast du sicher auch, wenn man immer die gleiche Frisur hat, dann ist man so, ein Jahr sagen dir die Leute, wie wahnsinnig trendy das ist. Und danach ist wieder lang nichts. Und ich hatte so, ich habe immer die gleiche Frisur. Und dann irgendwann gehe ich wieder die Haare schneiden und dann sagen die Leute, oh, hey, Peaky Blinders, hä? Ah, stimmt, Peaky Blinders, ja. Hä? Ich habe seit fucking 8 Jahren habe ich genau die Haare. Peaky Blinders hat wegen dir die Frisur gebracht, eigentlich, wahrscheinlich. Ja, Justin Bieber. Ja, irgendwann so Chaka, auf irgendetwas, auf so, was sie gerade gesehen, wo dann irgendwie dort gerade ein bisschen trendy ist. Voilà, ja, so könnte es sein, aber das bin ich wie beim Essen, ich habe einfach... Gerne Beständigkeit, das ist mein Ding. Und einfach die gleiche Frisur, gleich Coiffe. Ich gehe auch nicht gerne zu anderen Coiffe, das stresst mich. Nein, aber das macht man ja nicht. Also das ist ja Frevel. Das Fremdgehen auch, ja. Das ist mindestens so schlimm wie Fremdgehen. Du gehst immer zum gleichen Coiffe. Und er schießt mich auch zusammen. Also dann wieder handgreiflich, der Bachtjahr. Wenn ich irgendwo anders bin gegangen, wenn er mal irgendwo weg ist, wieder im Gefängnis war, 2 Tage oder so. Dann hat er gesehen, weißt du, wenn jemand anders sagt, wo bist du? Ja. Man darf ja aber nichts sagen, muss ich aber sagen. Als einzige Ausrede bei meinem Coiffeur habe ich wirklich, wenn ich lang bin, reisen. Dann darfst du. Ey, oh, logisch, okay. Aber der sagt mir ja gar nicht reisen. Nein, der kennt. Da gibt es Schellen links und rechts. Yeah. Nein, er ist ein guter Typ. Jetzt weiß ich wieder nicht, wie man auf Coiffeur sich kommt. Hey, du hast auf irgendwann. Ich weiß es auch nicht. Schick random. Mal. Ist egal. So, wie fühlst du dich jetzt mal so zwischendurch? Abgelenkt. Ganz innen drin weiss ich, wenn ich zurückfahre, würde ich sicher 2-mal Arschloch auf der A1 sagen, weil mir irgendwie wieder einer vor die Schnur fährt. Ich bin leicht abgelenkt, aber der cholerisch, das, was du hast gesagt, das Level, ist ein bisschen oben runter gekommen, es ist noch da. Weil, was ich faszinierend finde, ist, was hast du jetzt gesagt, seit 14 oder so, kennen wir uns? Also nicht seit 14, seit 2014. Genau, seit 2014. Aber ihn so schwer aus den Augen verloren, kann man schon sagen. So. Ja, logisch, weil man halt einfach nicht mehr eben die 5 Events pro Jahr, wo man sich sicher sieht. Wo man sich sieht, Sally sieht und so. Ja. Nein, das ist oder eben irgendwie, man macht mal etwas im anderen Studio oder was auch immer. Aber, außer heute, wo du angesessen bist und gesagt hast, du bist mega gestresst und was weiß ich, bist du für mich immer so der
es ist so ein Schein. Du bist immer... Darum habe ich so gesagt. Ja. Mir hat immer so das Gefühl, ich immer nur gut drauf. Bin ich nicht. Wie jeder andere auch mal schlecht drauf. Ja, das bin ich ja auch. Das bin ich ja auch. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen mal schlecht drauf sein und irgendwie ein negativer Mensch sein. Das stimmt. Also ich kann, weißt, selbst jetzt kann ich ja mit dir, weißt, also ich finde es jetzt cool, und yeah, man kann ein bisschen blöd schnurren, kann sich ein bisschen ablenken. Aber wenn ich jetzt heimgehe oder der Nachbar fährt mir wieder in Karre, was er vorgestern gemacht hat, oder eben fahre 16 Stunden Auto, für das ich 3 Runden auf einem verschifften Racing Track in Italien kann fahren und fahre dann wieder zurück. Oder weißt, irgendwie so Sachen, wo mich so grundsätzlich nerven, wo ich einfach hässig bin. Kann ich dann auf die Seite tun, musst du ja nicht drinnen saulen, weißt du? Yeah, yeah. Aber es gibt manchmal so Zeiten im Leben, wo du einfach immer wieder so einen und wieder einen Triggerpunkt. Und dann stehst du, denkst du nicht böse, stehst du morgen auf, dann steht der Nachbar vor der Tür und ja, Entschuldigung, bin ich schon wieder ins Auto gefahren innerhalb 2 Wochen, 2 Mal, weißt du? Ich meine, es ist einfach so, ah, Mann, ah! Aber schau, es gibt für alles eine Lösung. Eigentlich musst du deinen Nachbar aber jetzt zu deinem Coiffeur schicken. Okay, wo führt das her? Ja, weil die Coiffeur kann ein bisschen streng mit ihm sein. Okay. Und weißt du, so, wenn er gerade irgendwie so eine Rasierklinge in der Hand hat, dann muss er sagen... Wie bei Peaky Blinders mal ja, aus. Hast du im Schelker schon 2-mal ins Auto... Ja. Weißt du, was passiert beim 3. Mal? Nein, so wie du dich nie gehst, ganz liebe Eltern her, aber ich kann einfach nicht so gut Auto fahren. Das ist einfach, er kann es einfach nicht so gut. Ja. Zuerst ist er schon... Ich kann es ja hier erzählen. Zuerst ist er schon sagen, er sagt... Gehört es ja niemand. Nein! Sie sind nur die Mozis, das bleibt unter uns. Nicht gar erzählen. Ich habe wirklich schon Schelte bekommen von meiner Verwaltung, dass ich Zeug von meinem Nachbarn erzählt. Ohne Scheiß. Das weiss ich nicht, keinen Namen. Er ist zu mir gekommen, er kam Leute Sonntagmorgen, vielleicht 3 Stunden pennen, weißt, irgendwie noch arbeiten, mitten in der Nacht, auflegen und dann zurück, todmüde. Morgen läutet es schon mal schlechte Laune, dass mich aber aus dem Nest liegt. Yeah. Tür auf. Also, ja, es war ein bisschen eng bei der Ausfahrt. Das ist mir so Garage-Ausfahrt gemeint. Dann habe ich gesagt, ja, Scheibe, ja, Entschuldigung, ja, nicht gesehen. Dann ja, es sind ganz knapp gegangen, sind rausgekommen, aber ob ich es doch bitte umparkieren können, wenn ihr nochmal raus müsst. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. 10-mal Entschuldigung. Ich sagte, kommt nicht mehr wieder vor. Geht zurück ins Schlafzimmer und wieder ins Nest schauen, noch so by the way aufs Handy. Die Freundin war schon aus dem Haus, schickt mir ein Foto vom Auto unten, wie einfach auf der ganzen Seite einfach die ganze Seite verkrault ist. Und zwar richtig verkrault. Er hat es nicht mal gecheckt. Er hat gemeint, es ist nicht passiert. Ja, nicht gecheckt. Nicht, weil es... Sie knapp gegangen. Ganz knapp, ja. Ganz knapp. Knapp. Nein, jetzt habe ich das Handy nicht, ich kann die Bilder nicht zeigen. Dann schaue ich auf das Handy. Nachricht, Freund, schaue drauf, das Auto. Dann sagt sie, ja, da sind ich über 3 gefahren. Dann so, hey, jetzt kann sie zurück nicht sein. Dann gehe ich runter und du siehst, ich habe ein schwarzes Auto. Und er hat ein rotes Auto. Und du siehst, in den Kratzer innen sind einfach rote Lackspuren. Es ist, als hättest du deinen Namen, als hätte er unter dem Kratzer noch signiert. Ja, hast du extra gelitten? Er ist extra gelitten, für mich zu sagen, es hat knapp nicht gelangt. Yeah. Also mal, es hat eben knapp gelangt. Dann bin ich aufgegangen, wirklich nicht 5 Minuten, nachdem er vor mir durch ist gestanden und gesagt hat, es hat knapp gelangt, bin ich aufgegangen und gesagt, du, kann das sein, dass du mit drin bist gefahren? Und er ist so wie ein Bub, den ich verwünscht hat bei etwas, was er gemacht hat. So, ja, das kann sein. Wie kann das sein, bitte? Das gehörst doch du, Mann. Sein Auto ist schon verkratzt. Das ist nicht nur meins. Auch sein ist schon... Puzzleteile, kannst du nicht benannt. Hey, du kannst wirklich so wie, genau, wie beim Schredder ein Papier durch den Schredder lassen, kannst du wirklich so Dinge zusammensetzen, es würde 1:1 passen. Dann ist es mir unangenehm. Du, ich bin nicht der, der geht motzen und so. Und dann fahre ich los ins Einkaufszentrum, wo beim Ticket nein, im Parkhaus die Scheiben runterlassen. Dann geht mir einfach die Scheiben runter. Die Scheiben geht im Auto rein. Weil vor 2 Wochen musste ich das Auto reparieren, weil mir der Nachbar schon mal drin ist gefahren. Dann mussten sie durch und lang müssen neu lackiert und so scheiße zusammengesetzt, dass jetzt irgendwie die Scheiben drinnen runtergehen. Weil so scheiße passiert mir im Moment nur. Ich ziehe es im Moment wie an. Nichts Schlimmes, First World Problem, aber ich rege mich so auf. Das ist im Moment so. Aber das ist, es ist doch immer so, man hat immer so das Gefühl, wenn es läuft, dann läuft es. Und wenn es nicht läuft... Hast du Scheiße am Schuh? Dann geht alles... Aber was mir immer hilft, ist zu wissen, dass es eben eine Phase ist. Ja, weil es sind ja eben so kleine Sachen, dass man sich überhaupt kann über so Zeugs aufregen, ist eigentlich schon nice. Voilà, du musst immer in Relationen setzen, weißt, wenn du gesundheitlich etwas hast und so ist so Zeug eigentlich... scheißegal, oder wenn du das Weltgeschehen anschaust, ist das alles Peanuts. Aber gleich sind wir ja alle in unserer kleinen Welt absolut gefangen. Absolut. Und in dieser kleinen Welt gibt es einfach manchmal Sachen, die einfach pisacken und dann wird von überall kommen so Punkte. Und dann bin ich drei am kleinsten durch. Wenn man eine Vorfahrt nimmt, dann läuft es mir den Deckel. Aber das ist ja auch nicht der Sinn. Und darum ist cool, bin ich da und kann ein bisschen aber, Good Vibes aufsuchen. Aber es ist natürlich schon so, dass
ich habe jetzt überlegt, ich meine, du hast jetzt gedacht, oh shit, da, ist, da wird ja noch gefilmt und so. Es stresst mich unerkannt, weil du merkst, dass ich bewege mich vorher. Ja, ja, ja. So aber seit irgendwie so Social Media wichtiger geworden ist und das Zeugs, wirst du natürlich jetzt auch die ganze Zeit erkannt mit deinem Gesicht. Und früher bist du auf der Radio-Dude gesehen. Die Zeit habe ich nie erlebt. Ich bin, halt, ich bin mit dieser Social Media, wir haben jetzt recht früh angefangen, mit Facebook dann. Ja. Schämen mich für die Videos, die wir hier aufgeladen haben, aber ja, wir haben halt ein bisschen etwas probiert. Und das habe ich wie nie erlebt, dass einfach nur der Radio tut. Das hätte ich gerne mal erlebt. Ganz selten mal irgendwo in einem Dorf, im Oberland, wenn ich mit dem Dörf unterwegs bin, und irgendetwas zu trinken kaufen, spricht mich jemand an wegen der Stimme. Ja, aber sonst ist es immer so. Sonst ist es mittlerweile 100%. Also hast du nicht, dass wenn du jetzt irgendwie ausrastest ab einem, der dir den Vortritt nimmt, dass du dann denkst, fuck, der könnte mich erkennen? Klar habe ich das, aber darum kannst du auch nicht. Und manchmal läuft es gleich der Technik. Nein, das stimmt, was du sagst. Oh, weißt du, jetzt sage ich bei dieser Garage, wo ich jetzt noch schimpfen muss. Übrigens, Nachfolgetermin. Ich freue mich unerkannt. Und ich bin auch immer viel zu lieb, aus genau dem Grund, weil ich nicht das Arschloch bin. Das ist eben mein Problem. Ich bin dann immer so, ja, nein, es ist im Fall schon okay. Und weißt du, so, alles. Ich genau gleich auch. Heute Morgen habe ich mich angerufen, habe mir so fest vorgenommen, jetzt sage ich dem die Meinung, und das geht nicht. Und ich bin schon zweimal gekommen, ich habe eine Scheissreparatur, das geht nicht. Und dann knicke ich aber sofort, wenn ich ein bisschen Gegenwind kommt, knicke ich sofort ein und sage, ja, wir können uns mal zusammen anschauen. Yeah. Und jetzt gehe ich vorbei und so und probiere mein Bestes. Darum ist das beim Bühnen übrigens, warum ich das so mache. Ich habe nicht gern, wenn der mich jetzt den Arsch findet. Ich will die Chance haben, mit ihm an den Tisch zu hocken und sagen, schau, Bühne, ah, ist es so schlimm gewesen für dich? Ja, okay, sorry. Yeah. Und dann können wir doch wieder zusammen reden. Und das ist etwas, wie du auch hast. Das ist eine Schwäche von mir. Ich kann das nicht. Ich kann nicht Leute. Also ich bin ja jetzt im guten Kontakt mit dem Bühne. Bist du gut? Kannst du nicht ein gutes Wort für uns einlegen? Hey. Nein, weißt du was? Nein, stopp. Hey, aber ja, wahrscheinlich bin ich dann auch. Du bist so angestempelt. Hey, verbrennt nicht Finger, Mutz. Ich sag das. Ich kann im Fall ganz fest Finger rausgehen. Nein, das erwarte ich nicht von dir. Es sind schon ganz andere Leute Finger verbrennt. Aber es ist einfach so etwas, was mich stresst, wenn es Leute nicht gut haben mit mir. Yeah, wenn du sagst, ich bin grundsätzlich positiv. Ich will aber jetzt auch nicht aus einfach, weißt du, ins Honig auf dem Pferd, der immer nur lacht und so, will die auch nicht abgestempelt sein. Und darum eben manchmal schon ein bisschen Mut zur Hässlichkeit, um mal sich in diesen Luxusproblemen, die wir ja haben, einfach auch mal reingeben und einfach auch mal darüber abjammern in einem Podcast und darauf rausgehen, dass vielleicht der jetzt abschaut und sagen, was ist das für ein Pinsel, ey. Ich find's grossartig, weil das heisst, du musst auch wieder mal kommen, wenn du in der anderen Phase bist. Definitiv, also ja. Ich weiß nicht, merkst du einen grossen Unterschied? Merkst du jetzt einen Unterschied? Ja, ich merke schon, dass du ein bisschen unter Strom bist. So geladen, so richtig geladen, gell? Schon richtig geladen. Schon ein bisschen anders. Ich finde es sehr spannend. Aber darum, wenn man, ich sage, du, das stimmt schon, so lernt man mich meistens kennen, aber wenn man den Podcast, also jetzt die Sprechstunde, hört, dann lernt man mich eben häufiger auch von der anderen Seite kennen und das nehmen wir in jeglicher Lebenslage auf. Eben, wenn du mal im Trauer bist oder so. Ich sage, bei einer Morgenshow, bei Energy, wie du sagst, du bist ein Soldat für Arbeitgeber und irgendwo auch ein bisschen verpflichtet den Hörer gegenüber, die ja, vielleicht auch einen scheiß Tag haben und nicht noch deine Probleme auch noch brauchen. Genau. Und du hast ja auch einen anderen Job in dem Ganzen, weil zwischen einem Song geht es dann darum, in sehr kurzer Zeit irgendwie ein paar Infos abzuladen. Voilà. Da hätte es ja eigentlich gar nicht Platz. Und es interessiert niemanden, ob es jetzt mir gut, schlecht, beschissen oder sonst irgendwie geht, sondern das ist mein Job. Yeah. Und in einem Podcast kannst du einfach viel die Nähe zeigen oder halt mal über etwas reden, wo vielleicht sonst nicht würdest bereden. Wo vielleicht auch sonst hier niemand würde. Vielleicht interessiert es auch nicht. Ich weiß nicht, wie deine Mutzis drauf sind, aber ich glaube... Meine Mutzis sind cool. Super cool. Ich habe das Gefühl, cool ist. Stell mir so cool vor. Mega. Also vor dem inneren Auge. Und darum finde ich es auch cool, in so einem Rahmen mal so alltägliche Probleme, die ja jeder und jede kennt, um mal zu besprechen. Und das machen wir eben auch. Darum haben wir immer die Freude und die Leiden vor Wochen. Yeah. Und jetzt... Und es ist auch ein therapeutischer Charakter, dir mal selber vor Augen zu führen, hey, was ist denn alles geil gewesen in dieser Woche? Absolut. Und dann sage ich, ja, eben mal das Erlebnis auf einer Rennstrecke können zu fahren, das ist geil gewesen. Das und ein grosses Minus nebendran, ja, das ist scheisse gewesen, aber, ja. Genau. Siehst du, über das sozusagen haben wir jetzt gar nicht geredet, aber wir können auch nicht mehr allzu lang. Ist der Krieg nach Stunden zahlt? Genau. Bald die nächste Stunde. Nein, der Christoph hat tatsächlich noch Jobs, wo noch Geld verdient. Genau. Und, muss auch noch Geld verdienen. Ja, eben. Aber, ich finde das mit dem therapeutischen Charakter, mit Freuden und Leiden, ich finde immer gut, wenn man reflektiert in allen Varianten. Ja. Eben im Positiven wie im Negativen, wie du zum Beispiel ja
schon weißt, dass du Choleriker bist und du weißt, dass du dich jetzt ein bisschen extra in deinem Innen suhlst, weil das dann irgendwann auch wieder aufhört. Ich finde einfach den Rückwärtsgang, ich komme im Moment nicht hinterher raus. Ich muss noch schauen, wie ich da wieder hinterher rauskomme, aber eben, aber kommt schon gut. Du, der ja jede Folge vom Feelgood Podcast los ist und dann noch schaust, Schau du das ab jetzt an. Du bist einer von denen. Du hörst zuerst und dann schaust du aber noch das Ganze. Bei so einer Hardcore-Mozi. Ja. Darum weißt du ja sicher auch, was immer meine letzte Frage ist. Richtig. Genau. Ja, das ist jetzt nicht mehr vor. Nein, nein, nein. Alles gut. Nämlich, und das könnte jetzt heute sehr passen, so für, wie du dich fühlst. Nämlich, was machst du, um dich gut zu fühlen? Ja? Onanieren. Hey, auch? Sorry, das ist jetzt eine Steilvorlage, ich muss sagen. Ehrlich? Finde ich gut. Nein, ehrlich. Nein, der liebe Geschlechtsverkehr. Nein, was mache ich, für mich gut zu fühlen? Boah, Zeit nehmen für sich selber. Das ist sicher das Wichtigste, das kommt ihm eigentlich zu kurz. Yeah. Dank dem Simu bin ich auch ein bisschen auf einen Meditationszug aufgesprungen. Dort ist irgendwie auch etwas, was ich noch nicht ganz erlebt habe, aber was sicher auch hilft. Dort fühlt man sich einfach immer ein bisschen besser nach dem. Ja, das ist eine gute Frage, Mann. Du musst so philosophische Fragen stellen, wenn man schon so müde ist. Pennen, ja. Pennen ist immer gut. Nein, sich nicht zu fest drin suhlen ist sicher. Und du kannst dich zwingen, wieder besser drauf zu sein. Und das hilft manchmal. Vielleicht zwingen ist vielleicht nicht die Antwort, die du schon manchmal hast bekommen. Yeah. Ich zwinge mich, wieder gut drauf zu sein. Das finde ich jetzt wirklich spannend, weil ich habe mir das noch nie so überlegt, aber hundertprozentig mache ich das auch. Ja? Ja. Du kannst dich zwingen, das kann man niemand sagen, man kann sich zwingen. Man steigert sich drei. Genau. Und dann geht es einem tatsächlich besser. Und ich würde jetzt sagen, ich habe mich nicht, es ist jetzt nicht, das tun dann immer zwingen, tun dann immer so, als wäre es. Ja, aber ich verstand absolut. Als wäre es jetzt gestellt, wenn ich jetzt mit dir schnurre, aber das ist vielleicht genau das Richtige gewesen, daher zu kommen. Es geht um ganz etwas anderes, man quatscht einfach ein bisschen. Und man zwingt sich ein bisschen, das andere mal schnell abzulegen. Yeah. Und das ist vielleicht nicht eine romantische Antwort. Und es ist nicht irgendwie ein Hokuspokus. Ich zwinge mich manchmal gut drauf zu sein. Und dann bist du wieder gut drauf. Geil. Das war ein Schlusswort, ich weiss es nicht. Doch, jetzt absolut. Jetzt fühle ich so scheiß gelabert, wirklich jetzt die letzte Stunde. Aber ja, vielleicht auch nicht. Du, also eben, du hörst ja und schaust den Podcast oft. Stimmt. Der Bühne, ja, liebe Grüße, Bühne. Und Pesche, und Pietz, alle. Und meine Mutter und Vater möchte ich auch grüßen. Der Pesche, Rabo haben wir noch nicht gehabt. Du den mal einladen. Ja, unbedingt. Der hat viel zu erzählen. Unbedingt. Den schaue ich auch. Ja. Und höre nicht nur. Ja, also der hat wirklich ein Mann mit 1000 Geschichten. Ja, definitiv mehr als ich gehabt. Aber schon, dass ich hier sein. Nein, du hast glaube ich auch etwa 1000 erzählt. Ja. Eine Stunde 15. Sicher zwei zu viel. Ich bekomme schon wieder Ärger mit der Nachbarschaft, ich weiss es. Nein, das ist hart gesehen, mein Gott. Das, kann passieren. Habe ich gesagt, dass ich ihn geschlagen habe? Das Vater gerade nicht in die Fresse. Um dich gut fühlen. Gewalt anwenden. Nein, schön, dass ich hier sein durfte. Sag es mal gerne wieder. Sehr gerne. Ich habe das Gefühl, ich habe eine Sprechstunde für dich gemacht. Ja, definitiv. Schon, das war bitter nötig. Und lass deine Sprechstunde Energy wie morgen, egal wo, egal was. Richtig. Wir brauchen die Reichweite. Geht auch auf DAB Plus. DAB Plus gibt es auch schweizweit bis auf Milano empfangbar. Habe ich dank meiner Stromeskapade gemerkt. Weltklasse. Merci, Krigu. Ja. Danke, Christoph. Toller Typ. Wenn es beim Mozi nicht mehr läuft, gell, gastentechnisch, klopfst du mal bei uns an. Wir brauchen einen guten Faktencheck. Was zahlen da? Aber zahlen da etwas? Hey, es ist Energy. Vergiss es. In Naturalien. Kommt auf Naturalien an. Du darfst dann mal an ein Energy-Event. So, wow. Energy Stars for Free. Das Freibillett, okay. Es heisst mittlerweile Star Night, aber ja, könnte ich etwas drehen. Ich schaue, ist gut. Hey, dann gibt es vielleicht sogar... Wenn der Mozi wieder VIP kommt, kannst du mal einfach... Ich bin ja noch nie eingeladen worden. Jetzt lügst du. Du lügst hier. Nein. Ich habe dich schon im VIP gesehen im Hallenstadion. Wo ich geschafft habe, ja. 100%. Hundertprozentig. Auf deine zukünftigen Kinder. Ich gehe es nachprüfen. Ich habe VIP-Listen von den letzten 100 Jahren. Ja, viel Spaß. Ich schwöre dir, ich bin noch nie eingeladen worden. Wieder gelogen. Also Energy, ihr gehört mal der Mozi von wegen, einladen. Ich sei hier in diesem Zürcher Medienkuchen. Weißt du was? Und das beweist mir, du bist definitiv nicht. Ich wäre auch nie eingeladen, wenn ich nicht arbeiten würde. Eben. Ja. Und zwar 2017 war das letzte Mal, wo ich dort geschafft habe. Ja. Für ProSieben-Dings und das war's dann.
Das Problem ist nur, ja. Und alle Menschen, ich kenne ja alle Bernerci, sage immer so, ja nein, das kann nicht sein, dann da schaue ich das nächste Mal. Und dann aber passiert, so, jetzt habe ich genau das, was ich sage. Nichts. Warum? Weil wir vier Mitarbeiter-Tickets haben. Vier! Ich kann nicht mal... Nein, es geht nicht mal um Mitarbeiter, sondern eben die VIP-Liste. Ja, aber die kannst du vergessen. Also, da kommst du nicht drauf. Nicht mal als Mitarbeiter kommst du dort irgendwie rein, oder geschweige denn nichts. Nein, sondern es ist Bachelor... Das ist ein erlaucht Kreis. Kandidatin aus Staffel 3, die in der ersten Folge rausgefallen ist und so, das sind die wichtigen genau, Leute. Genau, aber die aus dem Zürcher Medienkuchen, die einen anderen Namen haben, die müssen dort her. Lade mal den Mutzi ein, Ivan. So, danke Christoph, mach es gut, bis bald. Tschüss. Bup. Mundschuh auf den Bauchnamen. We'll be right back.